Ich bin auch gespannt, wie die Preußen sich heute präsentieren. Denn ja, die letzten Wochen waren schwer und immer mal wieder, wenn man die Spieler im Interview darauf angesprochen hat, dann war es immer so ein kleines Achselzucken und immer wieder die gleichen Floskeln von wegen, wir müssen jetzt wieder alles auf Reset drücken, wir müssen den Neustart wagen. Ja, aber das klappt irgendwie noch nicht so richtig. Hoffentlich klappt es heute und hoffentlich kann man heute mal den Kombinationsfußball auch spielen, den man eigentlich spielen kann. Und vor allen Dingen, was ich gerade ja schon angesprochen habe, diese Böcke in der Abwehr, die dürfen nicht mehr passieren. Da gab es schon in dieser Saison genügend von. Das muss eigentlich für die ganze Saison reichen und ja, hoffen wir, das bleibt auch so, während wir jetzt gerade hören und sehen, dass Kerny die Mannschaften aufs Feld ruft und ja, da laufen sie auf, unsere Preußen Adler, ganz in weißen Trikots, nur Daniel Masuch sticht heraus mit einem grünen Trikot, ansonsten weißes Trikot, weiße Hose, weiße Stutzen und die Augsburger hier als schwarzer Ritter aufgetreten, als der Böse in ganz schwarzen Trikots, schwarzer Hose und schwarzen Socken. Die laufen jetzt gerade aufs Spielfeld hier unter Applaus von den Fans und eine wunderschöne Choreo sehen wir in der Fifi-Gerritsen-Kurve. Da ist es wirklich richtig was los. Wir sehen da grüne Fahnen, wir sehen weiße Schriftzüge, schwarze Fahnen, ein großes Banner, wo Ultras draufsteht. Die Deviants haben alle grüne, schöne, grüne Plastik- oder Papierblätter, wo der Preußenadler drauf zu sehen ist, in grün und in schwarz. Und das sieht wirklich wunderschön aus. Also ich hoffe, dass davon schöne Fotos gemacht werden, dass ihr das morgen sehen könnt, was hier gerade geboten wird. Wirklich wunderschöne Bilder und die Mission ist ganz klar, steht groß in weißen Lettern. Revanche steht da drauf und das wollen wir heute sehen, während auch ein bisschen gezündelt wird. Das tut der Stimmung keinen Abbruch und das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck, aber ist verboten, klar, keine Frage. Aber bis Block L, da gibt es diese ganze Choreo, eine riesig zusammenhängende Choreo. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Knut Kircher, mit dem haben wir nicht ganz so gute Erfahrungen. Unter diesem Schiedsrichter konnte der SC Preußen Münster noch nie einen einzigen Punkt holen und hat ein Torverhältnis von 23-1. Und das Gute ist, dass heute keine Punkte verteilt werden, sondern ein einfacher Sieg reicht. Also wenn sie heute keine Punkte holen, heißt es nicht. Ich denke, dass Preußen trotz des Schiedsrichters hier durchaus die Chance hat, um vielleicht was mitzunehmen. Und ja, ich möchte nochmal ganz kurz auf die Choreo zurückkommen. Wirklich, das ist ein gemeinschaftliches Bild von unserer Kurve. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Was man selten gesehen hat. Ich wollte es auch gerade sagen. Das Allerbeste, was ich jemals gesehen habe hier. Revanche ist die große Devise dieses Spiels, die groß und plakativ da am Block M bis Block N ausgebreitet worden ist. Und der SC Preußen Münster hat die Platzwahl verloren, darf dementsprechend anstoßen und es stehen Matthew Taylor und Amaury Bischoff bereit. Ich wollte nochmal ganz kurz auf deine Metapher zu sprechen kommen. Der schwarze Ritter, Mensch, das ist ja, das hast du aber einen ausgegraben, ja. Mensch. Da werde ich aber ganz neidisch bei dem Ausspruch. Aber Ja, die Augsburger haben ja auf jeden Fall für mich die Rolle des schwarzen Ritters. Mal schauen, wie das sehen andere Leute bestimmt anders. Aber ich finde diese Rollenverteilung ganz passend. Und der Schiedsrichter Knut Kircher wartet noch kurz ab. Ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt. Hier ist ja alles genau getimt beim DFB-Pokal. Und ich sehe, es ist 18.59 Uhr. Deswegen wird er noch kurz abwarten, bis es wirklich 19 Uhr ist, bis er anpfeift. Und das ist auch nicht schlecht für den Nebel, der gerade hier so ein bisschen über den Platz zieht. Und jetzt gibt er das Spiel frei. Die Preußen stoßen an, von der Haupttribüne aus gesehen, von links nach rechts. Erster Fehlpass von Kühne und da sind die Augsburger gleich heiß dran. Aber da ist Simon Scherder mit seinem ersten Ballkontakt direkt in den Ball, in die Beine von einem Augsburger, der versucht da eine Ecke rauszuholen, weil er etwas nach außen gedrängt wurde. Und da ist sie auch gleich, die erste Ecke für den FCA in der ersten Minute. Ja, da haben die Preußen den Start etwas verpasst. Kühne mit einem schlechten Fehlpass. Scherder konnte den Ball eigentlich klären, schießt einen Augsburger an. Der rennt den Ball Richtung Eckfahne hinterher, schießt Scherder dann wieder an. Es gibt Eckball für den FC Augsburg, der jetzt freigegeben ist und reingetreten werden kann von dem Augsburger. Und der führt die Ecke jetzt aus, kommt scharf in den 16er, aber da ist Jens Drungenbrot mit dem Kopf und klärt den Ball erstmal wieder auf Kosten von einer Ecke. Tobias Werner wird diese Ecke ausführen und den kennen wir ja auch aus dem letzten Jahr. Hier hat auch ein gutes Spiel gemacht und ist einer der Offensivparts auf den Außen. Und Tobias Werner wird diese Ecke wieder ausführen und zum Tor hintreten. Er wartet jetzt noch auf die Freigabe. Jetzt kommt der Ball herein, schön getreten. Eine Banane hinein, Kopfballduell im 5-Meter-Raum. Aber da ist André Hahn zwar drangekommen mit dem Kopf,
kann den Ball aber nicht Richtung Tor buxieren, geht dann so 5-6 Meter am Gehäuse vorbei, am kurzen Pfosten, keine Probleme für Keeper Daniel Masuch, der in so einer grauen Hose spielt, wie schon in Heidenheim und grauen Stutzen. Sieht so ein bisschen aus, als könnte Käse das nicht richtig waschen, aber es ist tatsächlich so gewollt, warum auch immer. Mir hätte es besser gefallen, er würde in Weiß spielen. Aber neue, der SC Preuß, neue modische Trends, wie bei Bayern. Ja, der SC Preuß Münster jetzt zum ersten Mal mit dem Gang nach vorne. Amore Bischoff, Doppelpassversuch mit Mehmet Karadas, mit linken Schön. Bisschen. Und jetzt gut geschickt von ihm auf Kevin Schöneberg. Der ist durch auf der rechten Seite, könnte den Ball flanken, tut dies nicht und holt einen Einwurf raus, glaube ich, war das, genau, an der Eckfahne, Kevin Schöneberg, der Rotzünder aus Heidenheim, heute trotzdem dabei, weil die Karten nicht zählen, und jetzt ist Amaury Bischoff da auf dem rechten Flügel, versucht sich durchzutanken, aber das misslingt, und deswegen FCA mit dem Befreiungsschlag, aber der landet bei Patrick Kirsch, der den Ball postwendend zurückbringt, und ja, dann gibt's ein Duell am 16-Meter-Raum, der Ball landet im Seiten aus, es gibt Einwurf für den FC Augsburg unter den Pfiffen des Preußen-Publikums, aber das war wohl in Ordnung. Jetzt der SCP im Vorwärtsgang über Kühne. Da ist Amaury Bischoff, bringt den Ball auf die rechte Seite. Der nimmt noch Matthew Taylor mit, der muss ein bisschen ausweichen da in Richtung Eckfahne. Dagegen 1-2 Augsburger und holt den ersten Eckball für den SC Preußen Münster raus. Ja, wunderschön gemacht da von Matthew Taylor. Der hat da keine Chance mehr, irgendwas rauszuholen aus dem Ball. Er hat lediglich die Chance, die Ecke rauszuholen, und das macht er mit seiner Routine. Und jetzt ist da Dennis Grote, der den Ball sich zurechtlegt, aber auch Amaury Bischoff ist da. Ich bin gespannt, wer schießen wird. Es wird Dennis Grote machen mit dem linken Fuß. Er ist direkt vor der Fifi-Gerritsen-Kurve, wird ihm also zum Tor hinschlagen. Zeigt es an, dass er ihn reinbringen wird. Da kommt die Flanke hinein in den 5-Meter-Raum und da segelt ein Preußenspieler vorbei. Zweite Chance, Kopfball, wieder in den 16er, wieder ein Augsburger dazwischen mit dem Fuß. Und jetzt rollt der Konter der Augsburger. Vorsicht, Preußen Münster. Jetzt sind da 4-5 Preußen mit zurückgelaufen. Mal gucken, ob die Augsburger einen schnellen Pass da in die Mitte spielen können. Fehler in der Abwehr, da ist ein Augsburger durch und schippt den Ball aufs Tor und der Ball geht daneben. Huiuiui. Ja, da waren die Preußen eigentlich schon gut sortiert in der Abwehr, aber dann kam ein richtig starker Pass, muss man sagen, von Kevin Vogt in die Mitte. Und da ist Tobias Werner, und den du gerade angesprochen hattest, ist alleine vor Daniel Masuch und der kommt raus. Werner versucht es mit einem Chipball und der Ball springt rechts am Tor vorbei. Ja, aber man muss dazu sagen, das war natürlich auch Patrick Kirsch Fehler. Der ist eben ein bisschen dann stehen geblieben, nicht richtig mit reingerückt, versucht dann noch den Fuß dazwischen zu kriegen und plötzlich ist Werner da. Aber ja, Gott sei Dank, muss man ganz ehrlich sagen, schießt er den am Tor vorbei, sonst hätte es hier in der vierten Minute schon 1-0 für den FC Augsburg gestanden. Jetzt die Gäste nochmal mit dem Vorwärtsgang, aber der SC Preußen Münster kann erstmal jetzt sich befreien. Langer Ball von Hergesell auf der linken Seite nach vorne gespielt, aber der FCA direkt mit dem Gegenschlag quasi Ball zurückgebracht in Richtung Preußen Strafraum, aber Preußen wieder mit dem Befreiungsversuch über die linke Seite, aber das misslingt und deswegen landet der Ball im Niemandsland am Strafraum der Augsburger und da ist quasi gar kein Preuße, sondern nur die Abwehrreihe des FCA und die können den Ball ganz einfach aufnehmen, bauen das Spiel jetzt von hinten auf über Karlsen, Bracker und Daniel Bayer ist das, der jetzt da das Spiel versucht zu beruhigen. Erst einmal Ballbesitz jetzt für den FCA, die spielen sich die Pucke da jetzt hinten in der Abwehr hin und her. Ja, wunderschön zu sehen, die Augsburger spielen jetzt im eigenen Angriff mit einer Dreierkette, das heißt, die Offensivspieler rücken mit auf und setzen die Preußen unter Druck, aber Preußen hat den Ball gerade gewinnen können. Jens Trunkenbrot versucht da Matthew Taylor in Stellung zu bringen, aber der wird abgelaufen und die Augsburger klären erst mal hinten rum zum eigenen Torwart und wir sehen jetzt wieder die Dreierkette, jetzt ist es wieder eine Viererkette der Augsburger, die das Spiel in Ruhe aufbauen und die Preußen, die ziehen sich auch zurück, da sind nur Amaury Bischoff und Matthew Taylor in der Hälfte der Augsburger und die Augsburger machen das Spiel, wird das aufgezwungen, das Spiel zu machen und die Preußen ziehen sich erst einmal weit zurück in die eigene Hälfte und versuchen das, was wir gerade auch schon angesprochen haben, versuchen die Sicherheit, die Stabilität zu gewinnen in der eigenen Verteidigung und das gelingt bis jetzt auch, da war gerade Simon Scherder, der den Ball erst einmal weggeschlagen hat auf Kosten eines Einwurf ist Augsburg jetzt in der Hälfte der Preußen auf der rechten Seite. Versuchte ein Dreieck aufzubauen und mit kurzen Pässen da durchzukommen, aber das gelingt nicht. Die Preußen stehen gut und die Augsburger müssen das Spiel neu aufbauen über die eigene Hälfte. Die Verteidiger schieben sich den Ball da hin und her. Das ist noch nicht wirklich gefährlich. Jetzt vielleicht, weil Kevin Vogt ist das, spielt den Ball auf die rechte Seite zurück, aber da ist doch gleich Fabian Hergesell, der da in
Außenmittelfeldspieler von Augsburg in einen Zweikampf verwickelt und dann den Ball zum Einwurf klärt. Also bis jetzt sieht das noch ganz ordentlich aus, wenn die wie die Preußen hier verteidigen. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Und jetzt sind es wieder die Augsburger, die da versuchen, in der Abwehr das Spiel aufzubauen. Matthew Taylor versucht da mal kurz reinzustechen, aber er kommt nicht ran. Ja, aber er kommt nicht ran, weil der FCA natürlich da in der eigenen Hälfte noch Überzahl hat. Jetzt der Ballgewinn für den SC Preußen Münster. Und da kommen sie jetzt mit zwei, drei schnellen Pässen über die Mitte, aber Kühle dann mit ein bisschen Unvermögen will er den Ball herausgeben auf die linke Seite zu Amaury Bischoff, der war ausgewichen auf den linken Flügel, aber das misslingt. Und deswegen haben die ganz in Schwarz spielenden FC Augsburg-Spieler jetzt wieder den Ball. Und Tobias Werner versucht aus dem Mittelfeld heraus das Spiel aufzubauen, bekommt das nicht ganz auf die Reihe. Und jetzt müssen die Augsburger wieder hinten rumspielen, haben aber auch nicht so wirklich im Moment den Plan, wie sie da die gut gestaffelten Abwehrketten, muss man ganz ehrlich sagen, vom SC Preußen Münster durchdringen wollen. Da sind ein, zwei Ketten teilweise zu erkennen. Dann gerade der Diagonalpass auf Tobias Werner, Kopfballduell, dann war er plötzlich durch, aber stand dann im Abseits und deswegen keine Gefahr für das Tor des SC Preußen Münster, keine Gefahr für Daniel Masuch, der jetzt nochmal da den Ball aufnimmt, wird diesen Freistoß, der aus dieser Abseitsposition resultierte, ausführen und den Ball jetzt weit nach vorne schlagen wollen. Ganz hoch und weit da, nicht ganz hoch, aber weit kommt der Ball jetzt in die Augsburger Hälfte, vielleicht erstmal ablegen, den Ball schön gemacht von Amaury Bischoff, rausgelegt, die Pocke auf die linke Seite, da ist Grote, oh nein, Matthew Taylor spritzt dazwischen mit dem Schädel und bringt den Ball in Richtung Tor, aber leider in eine andere Etage. Ah, schade, der Ball geht weit über das Tor und deswegen, ja, keine Gefahr für Alex Manninger, der da die Kiste von Augsburg hütet. Und jetzt der FCA wieder im Vorwärtsgang. Aufgepasst, da ist Kevin Vogt. Der bringt den Ball nicht in die Preußenhälfte, sondern scheitert an Matthew Taylor. Der war mit zurückgereilt und hat den Ball quasi mit verteidigt. Jetzt kommen die Preußen über Druckenbrot. Der sucht aber nochmal den Rückweg zu Hergeselle und der bringt den Ball jetzt nach vorne zu Kühne. Doppelfassersuch mit Grote auf der linken Seite. Misslingt ein bisschen. Deswegen der FCA wieder in Ballbesitz. Ja, aber es ist wunderschön zu sehen, die Preußen, die versuchen es hier und auch wenn der ein oder andere Pass nicht funktioniert, sie kommen immer wieder in Ordnung. Jetzt aber ein Moment der Unaufmerksamkeit in der Abwehr. Patrick Kirsch konnte den Ball dann nicht kontrollieren. Da kam Tobias Werner angerannt, angespritzt, übernahm den Ball fast von Kirsch und wäre dann eigentlich fast blank durch gewesen. Und Kirsch bedient sich da einer Grätsche, trifft ihn auch. Die Entscheidung vollkommen richtig. Es gibt aber nicht die rote Karte, das wäre übertrieben. Die Augsburger haben da schon gefordert, haben auf Notbremse da gefordert. Ja, aber Scherder war noch da, ne? Scherder. Ja, aber ich sage ja nur, dass sie es gefordert haben. Deswegen sind auch die gelbe Karte ist angebracht für Patrick Kirsch. Es gibt das Freistoß so gut aus 35, 40 Metern für den FCA. Der Schiri Knut Kircher notiert jetzt noch eben die Rückennummer 5 von Patrick Kirsch und die gelbe Karte daneben. Und dann kann es weitergehen. Da wird den Freistoß gleich durch einen Pfiff freigeben. Aber was ich sagen wollte, die Preußen, auch wenn mal was nicht klappt, sie kommen immer relativ schnell wieder zurück in die Ordnung. Das sieht ganz gut aus. Aber ich prophezeie auch ein sehr laufintensives Spiel. Denn so wie die den Augsburgern das Spiel überlassen, müssen sie viele Meter machen. So, Freistoß freigegeben. Da kommt das Handzeichen. Ball wird reingeschlagen auf den 5 Meter, auf den 16er. Und die Preußen können erst einmal klären. Matthew Taylor jetzt auf der rechten Seite hat den Ball übernommen. Könnte links rausspielen auf Kara. Wird da etwas umgehauen. Und Knut Kircher sieht das genauso. Hat auch schon mal den gelben Karton in der Hand. Der will hier gleich ein Zeichen setzen. Diesmal für Tobias Werner. Ja, das ist die richtige Entscheidung. Denn der unterbindet da den Konterversuch, den Matthew Taylor da einleiten wollte. Taktisches Foul, gelbe Karte. Vollkommen richtige Entscheidung. Und der gerade noch gelb verwarnte Patrick Kirsch legt sich da jetzt den Ball zurecht in der eigenen Hälfte der Preußen und die Preußen verteilen sich über das Feld. Das Spiel wird erst einmal ruhig aufgebaut über Kevin Schöneberg wieder auf Kirsche. Der versucht den Ball nach vorne zu schlagen, gelingt nicht ganz, aber kommt über Umwege da bei Kühne an. Der spielt durch die Mitte auf Drogenbrot, wieder auf Kühne. Ja, das sieht gut aus. Das ist erstmal ein bisschen Ballsicherheit. Jetzt, Kühne versucht da schön, Matthew Taylor in Szene zu setzen. Aber da haben die Augsburger aufgepasst, die ihrerseits jetzt versuchen, mit einem langen Ball den Stürmer in Position zu bringen. Ist jetzt am Eck vom 16-Meter-Raum, bringt die Flanke, das Kirsche mit dem Kopf dazwischen. Der Ball fliegt etwas komisch durch den 16er im hohen Bogen. Kein Stürmer von Augsburg da. Und die Preußen können erst einmal klären. Matthew Taylor wird da versucht anzuspielen. Kann den Ball auch erlaufen. Amaury Bischoff jetzt mit Matthew Taylor. Da kommt noch der
Dennis Grote auf der linken Seite mit, aber sind auch 6 Augsburger. Deshalb machen die Preußen das Spiel erstmal ruhig. Funkenbrot jetzt in die Hälfte eingerungen, auf die linke Seite. Auf Hergesell, der versucht mit der Flanke, die ist abgefälscht und deswegen kein Problem für Manninger. Und für mich auch die Zeit, die Schlagzeile etwas runterzudrehen. Denn, oh, ich sehe gerade, Manninger muss wohl mit dem Ball ins Ausgelaufen sein. Beschwert sich da auch etwas. Knut Kircher und sein Assistent haben aufgepasst und sagen, es gibt Eckstoß für Preußen Münster. Und das ist, denke ich, eine Angelegenheit entweder für Dennis Grote oder für Amaury Bischoff, die da auch schon Richtung Eckfahne traben. Ja, und Ecken, das ist das große Thema gewesen beim SC Preußen Münster. Ganz groß auf der Agenda von Ralf Lohse stehen Standardsituationen. Und die haben die Preußen, ja, ich will nicht sagen bis zum Erbrechen, aber relativ intensiv in dieser letzten Woche trainieren dürfen. Und jetzt stehen da Grote und Amaury Bischoff. Und Amaury Bischoff bringt den Ball herein auf den kurzen Pfosten. Aber die Augsburger können das Bällchen erst einmal klären. Und da ist Druckenbrot. Diagonaler Passversuch an den Strafraum. Mette Taylor kommt nicht dran, aber Schöneberg mit dem zweiten Anlauf. Jetzt ist Scherder da. Der nimmt nochmal Schöneberg mit. Und der sucht erstmal ein bisschen den Rückweg, um sich Luft zu verschaffen. Und nimmt jetzt auf diesem Wege Druckenbrot mit. Der bedient jetzt Daniel Masuch hinten in der eigenen Abwehr, um ein bisschen Ruhe und Gelassenheit zu bekommen. Und Daniel Masuch jetzt mit dem langen, weiten Ball nach vorne auf Matthew Taylor, der gegen 2 Augsburger. Da monieren sie Handspiel, aber ich glaube, das war nur die Schulter. Und der legt den Ball ab für Amaury Bischoff, verdändelt ihn aber dann gegen Kevin Vogt. Und deswegen Ballbesitz für Erfurt, für Augsburg. Aber jetzt geht's weiter nach vorne. Preußen Münster mit Taylor im Vorwärtsgang, legt den Ball raus auf die linke Seite, der legt nochmal flach in die Mitte rein zu Stefan Kühn, aber der wird ein bisschen hart angegangen und dann gibt es ein kleines Foul von Amaury Bischoff in der Vorwärtsbewegung des FCA und es gibt Freistoß kurz hinter der Mittellinie für unsere Gäste. Aus Erfurt. Ja, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt auf Erfurt komme, aber im Redefluss passiert das manchmal. Ja, klar. Also Augsburg ist unser Gast heute und diese haben den Ball, tragen ihn jetzt über die Mittellinie, aber was ist denn das? Unkonzentriert sind sie da und spielen den Ball einfach ungezwungen ins Aus. Ja, das habe ich nicht erwartet, gerade bei diesem ruhigen Spielaufbau, da war kein Preuße dazwischen. Aber gut, solche Fehler passieren auch mal einer Erstligamannschaft, das ist beruhigend zu sehen. Jetzt Einwurf von Preußen auf Kühne, der steckt den Ball gleich weit nach vorne. Versucht da Matthew Taylor anzuspielen, der da schon viele lange Bälle heute abgegrast hat, aber der legt den Ball erst einmal zu lang nach vorne, da kam Grote nicht mehr dran und jetzt sind die Augsburger wieder mit einem weiten Schlag in die Preußen-Hälfte reingekommen. Oh, da ist Hergesell etwas spät dran. Ja, da trifft er auf jeden Fall, das sah für mich böse aus, da trifft er Tobias Werner am Kopf. Also, langer Schlag in die Preußen-Hälfte, Ball titscht einmal auf, Hergesell sieht ihn nicht, Werner kommt aus seinem Rücken, geht tief mit dem Kopf ran an den Ball, Hergesell versucht ihn rauszuschlagen und trifft meiner Meinung nach den Kopf von Tobias Werner. Es gibt aber weder Foulspiel noch irgendetwas anderes. Werner beschwert sich da noch etwas. Es gibt stattdessen Abstoß, denn der Ball war von Werners Kopf hinter das Tor von Preußen getrudelt. Und da ist dann jetzt wohl Daniel Masuch, der den Ball weit nach vorne knallen wird. Jawohl, so ist es. Daniel Masuch, weiter Ball. Aber da ist noch Diskussion im Mittelfeld. Knut Kircher guckt sich da Tobias Werner an. Der scheint dann noch gezeichnet zu sein von dem Fußtritt und sagt dann, ihr guckt dir das mal an. Ich wurde doch ganz klar getroffen. Da ist doch irgendetwas gewesen. Wir gucken uns gleich die Szene noch einmal an. Wir haben hier einen sehr präsenten Nachbarn bei uns, der hier so ein Handy hat, wo er irgendwie das Spiel sehen kann. Ich sehe es gerade, jo, der wird getroffen. Aber deutlich. Ja, da wird er deutlich getroffen. Glück für Preußen, Pech für Tobias Werner. Der wurde hier ordentlich an der Omme getroffen. Es gibt trotzdem Abstoß für Preußen Münster. Knut Kircher überlegt das nicht anders, ist da aber noch im Gespräch mit Daniel Bayer und mit anderen Augsburgern, die da monieren, dass das doch ein klares Vorspiel gewesen wäre. Ja, er hat ihn aber nicht am Kopf getroffen, sondern tatsächlich nur am Ohr und er blutet jetzt an der Ohrmuschel quasi. Also danke, Dr. Boris. Das war hier gerade gut zu erkennen. Wie behandelt man das am besten? Du, da musst du Horst Rieger fragen, unseren Mannschaftsarzt, der kann dir das besser beantworten. Ich tippe erst einmal auf Desinfizieren. Ja, und dann vielleicht verkleben. Vielleicht also, verkleben, ja, das ist gerade ganz modern. Ja. Ich habe auch mal gehört, ich habe einen Nachbarn,
Der ist Chirurg und der hatte mal eine Platzwunde bei seinem kleinen Jungen behandelt und hat sich dann den Sekundenkleber angeguckt und hat dann gesehen, dass das eigentlich fast der gleiche Kleber ist wie den, die OP benutzen und hat dann einfach mal just den Sekundenkleber aus seinem Werkzeugkasten genommen, um das zu kleben. Genug der kleinen Schoten. Jetzt Kevin Schöneberg auf der rechten Seite, steckt durch auf Mehmet Kara, der versucht da noch an einem Spieler von Augsburg vorbeizukommen, aber es gibt Abstoß. Ja, und jetzt, um die Geschichte zu Ende zu bringen, kein Problem, es war gut geklebt, ich möchte das jetzt hier nicht empfehlen, für alle nicht nachmachen zu Hause, der Mann, der hatte schon Ahnung davon, was er macht und wusste, was da drin ist, aber es scheint zu gehen. Ich weiß nicht, was sie bei Tobias Werner machen, um die Geschichte jetzt zu Ende zu bringen, aber ich glaube, der kann gleich wieder spielen und Manninger führt unterdessen den Abstoß aus und bringt das Spielgerät wieder in die Reihen der Augsburger Abwehr, die das Spiel also erstmal ganz langsam angehen lassen. Ja, und Tobias Werner, der ist, glaube ich, jetzt wieder auf dem Feld, genau. Der ist jetzt gerade auf das Feld zurückgekommen und derweil schieben sich die Augsburger die Pocke hinten in der eigenen Hälfte rum und warten auf die Lücke, die es beim SC Preußen Münster hoffentlich nicht geben wird. Aber jetzt war ja da in der zentralen Mittelfeldposition, verteilt den Ball auf den rechten Flügel, aber die Preußen haben da gut aufgepasst und Kühne hat mit einem ein bisschen leichtsinnigen Ball in Richtung Trunkenbrot und der verliert den dadurch, aber die Preußen sind aufmerksam und gewinnen das Spielgerät zurück und jetzt Daniel Masur kompromisslos bolzt er das Ding nach vorne und derweil gibt es ein wenig Anfeuerungsrufe von den Fans und jetzt der Ball auf die linke Seite rausgespielt. Da hat Matthew Taylor halb recht linke Position, scheitert zunächst an einem Augsburger, aber die Preußen bleiben in Ballbesitz, drücken jetzt so ein bisschen, alles in der Hälfte der Augsburger, aber jetzt beruhigen die Preußen etwa das Spiel, spielen ihn hinten rum, jetzt der schnelle Ball nach vorne, schön gemacht von Taylor, der setzt da Druck und Mond ein, der ist ein bisschen jetzt ausgewichen auf den linken Flügel und jetzt gibt es Abstoß für den FCA, weil dann Grote eingesetzt wurde von Trockenbrot. Wurde getackelt und der Ball dann irgendwie landet er noch an dem Körper von Dennis Grote und von dort aus ins Tor aus. Und deswegen Abstoß vom Gehäuse von Alex Manninger. Und der macht das kurz und spielt den Ball in die eigene Abwehrreihe. Ja, und das ist wieder das alte Spiel. Augsburg versucht das Spiel von hinten aufzubauen und die Preußen ziehen sich weit zurück. Jetzt die Augsburger mit dem Ball über die Mittellinie mit einem diagonalen Pass. Da ist Kevin Schöneberg, kann den Ball nicht erköpfen. Stattdessen sind die Augsburger mit Altintop am Ball, legen den Ball an den 16er, legen den Ball fast noch einmal außen raus. Sascha Mölders kam noch nicht mehr ganz ran. Mehmet Kara kann den Ball kurz behaupten, aber die Augsburger setzen nach, sind da wieder auf der linken Seite über De Jong. Und da ist auch wieder der omnipräsente Tobias Werner, der den Ball ergrätscht. Aber die Preußen haben aufgepasst und spielen den Ball zurück auf Masuch und es geht ein Rauen durchs Stadion, weil er trifft den Ball nicht richtig. Es gibt so eine Kerze und der Ball fliegt ins Aus, sodass es Einwurf gibt, ungefähr knapp vor dem 16er von den Preußen. Aber die Augsburger, die ziehen das Spiel erstmal auseinander, spielen das Spielgerät zurück in die eigene Hälfte und versuchen da so vielleicht jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz zu kriegen in der Preußenhälfte und bauen das Spiel von vorne, noch einmal von hinten auf. Da wieder Daniel Bayer in der Mitte im Ballbesitz. Spielt den Ball noch einmal links raus. Jetzt versucht flach Tobias Werner anzuspielen, aber da hat Kirsch aufgepasst. Jetzt Trunkenbrot versucht den Konter anzusetzen gegen Kara, aber der ist da auf verlorenem Posten gegen Ranja Klavan, der für Augsburg spielt. Ihr hört es am Namen, den Namen haben wir in Münster noch nicht gehört. Der hat den Ball da gerade vor Mehmet Kara erlaufen können und es gibt wieder das Spielchen, dass Augsburg den Ball ruhig erstmal in den eigenen Reihen hin und her spielt. Keine Gefahr fürs Preußentor und die Preußen haben kurz Zeit, um zu verschnaufen, werden da aber immer wieder auf Trab gehalten, weil die Augsburger lassen den Ball von links nach rechts laufen und die Preußen müssen dementsprechend immer wieder verschieben. Jetzt Augsburg in die Hälfte der Preußen eingedrungen, Flanke auf den 16er, aber da ist Simon Scherder der den Ball rausköpft. Ich glaube, der größte Preußenspieler mit 1,89 Feldspieler, der den Ball da rausköpfen kann. Und die Augsburger können den Ball nicht wieder gefährlich vors Tor bringen, sondern wir spielen den Ball ins Aus. Und deswegen gibt es Einwurf hier von der rechten Seite direkt vor der Haupttribüne für Kevin Schöneberg, der sich da noch etwas beim Balljungen beschwert, weil der Balljungen hat gedacht, es gibt irgendwie Abstoß und wirft den Ball zu Masuch. Jetzt ist der Ball bei Schöneberg angekommen und der kann den Einwurf aus der eigenen Hälfte ausführen. Jetzt Einwurf auf Kara, wieder auf Schöneberg zurückgelegt. Der versucht den Ball erstmal nach vorne zu knallen, aber der kommt nicht richtig an. Stattdessen sind die Augsburger wieder im Ballbesitz. Und da lässt sich meiner Meinung nach Marcel de Jong etwas leicht fallen im Zweikampf gegen Mehmet Kara. Und es gibt von der linken Seite von Augsburg jetzt einen Freistoß, fast direkt an der Außenlinie in der Mitte der Preußen-Hälfte.
Und das ist ein Moment für Tobias Werner und ein Moment für Maurice Eschen, der neben mir schon mit den Hufen schabt und jetzt den nächsten Konter von Preußen Münster kommentieren möchte. Ja, den nächsten Konter hoffe ich doch, aber erstmal gibt es den Freistoß für den FCA und der wird getreten von Tobias Werner von links, mit links, also vom Tor weg. Jetzt kommt der Ball herein, hoch in den 16-Meter-Raum, den Fall für Daniel Masoch. Null Problem für unsere Nummer 1 und der hat jetzt da die Kugel versucht, da kurz einen Mitspieler zu finden und findet jetzt natürlich Kevin Schöneberg auf der rechten Seite. Der läuft jetzt durch bis kurz vor die Mittellinie, sucht dann seinen Vizekapitän, sucht Jens Druckenbrot und der muss wieder zurückspielen zu Schöneberg und der macht das Ding in Nummer sicher und schiebt den Ball zurück zu Daniel Masoch, der jetzt mit dem langen Schlag nach vorne, Kopfballverlängerung vom kleinen Amaury Bischoff, aber keiner ist da, um den Ball entgegenzunehmen. Ball rutscht durch bis Alex Manninger und deswegen ist er jetzt da am Tor der Augsburger, aber ohne Gefahr, denn kein Preußenspieler so wirklich da, um das Ding hier gefährlich zu machen. Jetzt aber kommen die Augsburger nochmal über die rechte Seite, da ist Kaisen Bracker, der sucht eine Anspielstation, nimmt jetzt den diagonalen langen Ball in Kauf, da ist Mölders im 16-Meter-Raum von Preußen Münster, erst einmal geklärt von Patrick Kirsch, aber Kaisen Bracker ist wieder da und könnte die Flanke bringen in den Strafraum, aber da ist Hagesell, der passt auf und klärt erst einmal zum Einwurf, schnell ausgeführt von den Gästen und jetzt die Möglichkeit, den Ball mal flach in den Strafraum zu bringen, da ist Mölders, nimmt eine Drehung in Kauf, nimmt zwei Drehungen in Kauf, Tobias Werner jetzt nochmal, der Ball durchgerutscht und es gibt Eckball für Augsburg. Da war es schon ein bisschen brenzlig, Dirk, oder nicht? Ja, da rutscht der Ball auf einmal ganz ungewollt durch. Das war auch nicht die Intention von Sascha Mölders. Der Ball war abgefälscht und rutschte auf einmal durch. Zum Glück war Tobias Werner nicht in einer sehr guten Schussposition, sondern musste den Ball auch erst noch einmal erlaufen. Und da war Kevin Schöneberg, dann stand vor ihm und wird dann angeschossen. Jetzt Tobias Werner wieder mit dem Eckball, den er gerade erst spielt hat, hebt den rechten Arm und wird die Ecke jetzt gleich hereinbringen. Vom Tor her weg. Da ist der Ball in den 5-Meter-Raum und da ist ein hochgewachsener Augsburger zum Kopfball gekommen. Daniel Masoch hat kurz gezögert, ob er rauskommen soll. Bleibt dann stehen und der Kopfball geht knapp drüber. Jan Ingwer Kalsen Bracker, unser bekannter. War der das? Ja, der war es mit der Nummer 18. Bringt dann den Ball mit dem Kopf aufs Tor, aber über das Tor. Ja. Und deswegen erstmal keine Gefahr so wirklich für den Kasten von Daniel Masoch. Jetzt da ein Gerangel um den Kopfballduell im Mittelfeld zwischen Kara und einem Augsburger Spieler. Das Resultat daraus ist Freistoß für unsere Gäste und die machen das wie die letzten 15, 20 Minuten hier, spielen das Bällchen hinten rum und versuchen das Spiel aufzubauen. Doppelpass jetzt versucht. Auf der rechten Seite, Scherder geht ins Dribbling unnötigerweise gegen eben André Hahn, aber ja, kriegt er jetzt einen Freistoß meiner Meinung nach vollkommen zurecht und trotzdem diskutiert der FC Augsburg wieder wie bei der Situation mit Tobias Werner, wobei da hatten sie ja eher recht, als dass sie dann da zu Unrecht bestraft wurden oder nicht bestraft worden sind. Und jetzt gibt es den Freistoß für den SCP in Höhe des 16-Meter-Raums. Da Daniel Masoch übernimmt das, bringt den Ball jetzt lang und hoch nach vorne. Kopfballduell im Mittelfeld zwischen André Hahn und Amaury Bischoff. Der Augsburger gewinnt das Duell und letztendlich dann Ballbesitz für den FCA und die kommen jetzt über 3-4 Stationen, Ball rausgespielt auf die linke Seite in Richtung Preußen, Strafraum, Flankenversuch, abgeblockt von Mehmet Kara, jetzt Schöneberg da, ein bisschen unorthodox, lässt den Ball vorm 16er nochmal aufticken, deswegen der Ball noch nicht geklärt und jetzt ist der Ball in den Reihen des SC Preußen Münster, aber wie bitte? Ja, Moment mal ganz kurz, das muss ich mal ganz kurz aufklären. Da regt sich Dirk meiner Meinung nach ein bisschen zu Unrecht auf. Amaury Bischoff legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Nein. Dann ist Kevin Vogt da, schirmt die Pocke gut ab. Und Amaury Bischoff zieht da am Trikot und deswegen vollkommen zu Recht Freistoß für den FCA. Und jetzt der schnell ausgeführte Freistoß landet zwar im Tor, aber wir merken schon an der Stimmung, ist es nichts passiert hier. Denn es war vorher abgepfiffen, vorher Foulspiel von Sascha Mölders an unserer Nummer 15, Simon Scherder, der meiner Meinung nach bisher ganz guten Job macht. Also in Heidenheim kam er rein nach der roten Karte für Schöneberg und da hat er auch relativ sicher gestanden und heute hier macht er das auch ganz okay, der Youngster im Team des SC Preußen Münster. Und jetzt führt Daniel Masoch den Freistoß aus, lang und hoch wieder nach vorne. Das ist das Rezept
der Preußen in diesem Moment. Und jetzt gibt es Einwurf für den für Augsburg. Ja, auf jeden Fall kann man diese Entscheidung anzweifeln, aber du sagtest gerade lang und hoch, das ist es in letzter Zeit von Preußen. Ja, man muss sagen, die Preußen sind ziemlich eingeschnürt von den Augsburgern. Denen fällt zwar selber nicht viel ein im Spiel nach vorne, wenn, dann sind es lange Bälle, die da für Unruhe sorgen. Aber auch die Preußen, die haben da im Mittelfeld etwas die Hoheit abgegeben. Da kommen kaum noch irgendwie Pässe im Mittelfeld an, sondern wenn es gefährlich wird, dann sind es lange Bälle auf Matthew Taylor, der den Ball irgendwie dann zurücklegt. Und dann kommen die Preußen. Aber jetzt wieder die Augsburger in der Hälfte der Preußen versuchen sich da nach vorne zu kombinieren. Aber da ist Trunki und legt den Ball wieder nach vorne eben auf den angesprochenen Taylor. Aber das ist genau das Spiel, was ich gerade angesprochen habe. Es ist wirklich von dem Mittelfeld von Preußen momentan recht wenig zu sehen. Die sind nur am Verteidigen. Ist vielleicht auch die Vorgabe von Trainer Ralf Lohse. Aber da kommt in der Offensive recht wenig über. Und so setzen die Augsburg da auch relativ wenig unter Druck. Jetzt vielleicht mal wieder ein Konter. Mauri Bischoff hat den Ball, lässt den Ball durch und wollte ihn so mitnehmen und so Tempo aufnehmen. Stattdessen verliert er den Ball. Augsburg jetzt im Konter. Tobias Werner schießt aufs Tor. Masuch lässt prallen. Und da ist Kevin Schöneberg. Und klärt den Ball erstmal zur Ecke. Ja, das war ein richtig guter Schuss von Tobias Werner. Daniel Masuch hat seine Probleme. Der Ball titscht weg von ihm. Da war auch Sascha Mölders schon angestiefelt gekommen und wollte einsetzen. Aber Kevin Schöneberg kommt da angegrätscht und spielt den Ball raus zur Ecke. Und jetzt heißt es wieder aufpassen, denn der Tobias Werner, der hat gerade schon mal eine sehr schöne Ecke da auf den 5-Meter-Raum geschlagen. Jetzt müssen die Preußen hellwach sein. Er hebt wieder seinen rechten Arm und bringt die Ecke jetzt herein. Wieder auf den 5-Meter-Raum. Wieder ein Augsburger Armkopf. Ball ungehindert aufs Tor, aber... Und wieder war es Nummer 18, wieder war es der gefürchtete Jan-Ingvar Kaltenbracker. So, wer ist für den zugeteilt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber das scheint das Problem zu sein bei den Eckbällen und vielleicht hat man in der Woche zu viel eigene Eckbälle trainiert und die Defensive ein bisschen vernachlässigt, ich weiß es nicht. Also das, was ich gesehen habe im Training, war sehr verheißungsvoll, da gab es die eine oder andere Variante, die mich echt überrascht hat. Ja, aber wenn du Ecken trainierst, dann musst du auch jemanden verteidigen. Dann musst du auch verteidigen trainieren. Dann spielst du ja mit 10 Mann, einer bringt die Flanke rein und alle rennen aufs Tor. Ja, es war schon mit Verteidigung, aber das, da hat man vielleicht den Schwerpunkt auf die eigene Ecke gelegt. Oh, jetzt versucht da De Jong den Ball Volley zu flanken und das misslingt komplett und deswegen landet der Ball im Tor aus. Ja, guter Moment für Preußen, um mal wieder ein bisschen durchzuschnaufen, sich vielleicht mal aus dieser Befreiung zu lösen. Masuch führt den Abstoß kurz aus auf Schöneberg, der winkt da Kara ran, der soll da mal ein bisschen näher rankommen, damit er ihn anspielen kann. Spielt wieder zurück auf Masuch, der knallt das Ding erstmal weit nach vorne. Mauri Bischoff, der im Zweikampf im Mittelfeld verliert den Zweikampf. Da ist Ragnar Klavan, der den Ball aufnehmen kann, ein Augsburger Verteidiger. Und die Augsburger haben den Ball wieder in ihrem Besitz. Und also die Ballbesitzstatistik würde mich gerade mal interessieren. Ich würde so tippen, dass der Ballbesitz bei Augsburg ungefähr so bei 65-70% fast liegt und die Preußen nur ab und zu mal den Ball mehr als 2-3 Stationen halten können. Jetzt wieder die Augsburger in der Hälfte der Preußen versuchen es noch einmal, den Ball über die rechte Seite rauszuspielen. Jetzt kommt die Flanke und da ist kein Augsburger und da ist nur ein Preuße und das ist Daniel Masuch, nimmt den Ball auf und spielt ihn direkt drauf aus Mehmet Kara, der jetzt gerade ein bisschen Probleme hat, den Ball anzunehmen. Immer wieder zu sehen heute bei ihm diese leichten Stockfehler. Spielt den Ball erst einmal zurück auf Schöneberg. Der spielt ihn in die Mitte auf Kühne. Ja, jetzt können sie das Spiel mal aufziehen. Das ist wichtig. Das ist genau das, was Preußen jetzt mal braucht. Ein paar Ballkontakte. Ja, und du fragtest gerade nach der Ballbesitzstatistik. Unser Nachbar hier aus Augsburg hat uns da gerade ein bisschen unter die Arme gegriffen. 58-42 steht es da für Augsburg. Also in Prozent gesprochen. Wir sind ja alle Statistiken jetzt mittlerweile in Prozent gewöhnt nach der Bundestagswahl. Also ich hoffe, das wisst ihr alle, wie es zu schätzen ist. Also jetzt kommt der SC Preußen Münster über die linke Seite ein bisschen nicht richtig nach vorne, weil die Augsburger sofort wieder dazwischen sind, aber bleiben in Ballbesitz und spielen die Pocke jetzt hinten rum über Kirsche, der so ein bisschen den Libero gibt im Spiel des SC Preußen Münster. Jetzt am Mauri Bischoff, rechte Seite, gut gemacht. Schirmt die Pocke gut ab. Doppelpassversuch mit Mehmet Kara. Bringt ihn jetzt ins Spiel zurück, Kara. Und jetzt beim Pass auf Mehmet Kara wurde am Mauri Bischoff da irgendwie am Knöchel getroffen. Und deswegen gibt es Freistoß für den SC Preußen Münster. Und das ist in Ordnung. Das war meiner Meinung nach okay. Und jetzt steht aber Amaury Bischoff auch schon wieder und wird, glaube ich, sogar selber diesen Freistoß ausführen. Und Knut Kircher, der steht da und sagt, nee, Junge, du kannst mit dem Ball so weit vorgehen, wie du willst. Ich stehe hier und wo ich stehe, wird der Freistoß ausgeführt. Jetzt hat das Kevin Schöneberg übernommen
hat den Ball dahin gelegt. Amaury Bischoff entfernt sich von dem Spielgerät und letztendlich führt Patrick Hirsch das Ding dann aus. Lang nach vorne, da ist Kühne mit dem Kopf zwar dran, aber der Ball landet irgendwie in der Luft als Kerze und Konterversuch von Augsburg. Ball rausgelegt auf die linke Seite, ein bisschen in den Rücken gespielt von Tobias Werner. Der muss das Tempo ein bisschen rausnehmen und deswegen haben die Augsburger das so ein bisschen verdattelt, aber kommen jetzt in der zweiten Welle über De Jong, Flanke in die Mitte, Kirsche ist da, Scherder auch und deswegen die Situation erst einmal geklärt, aber jetzt zweite Welle von Augsburg, aber Schöneberg ist da und klärt kompromisslos in Richtung Amaury, in Richtung Matthew Taylor. Der wird ein bisschen gehalten da von Raga Klavan, aber das ist kein gelbwürdiges oder überhaupt kein Foul meiner Meinung nach. Und da ja, ist glaube ich die grüne Brille bei unseren Zuschauern, die hier um uns herum sitzen, relativ grün, würde ich sagen. Ja, die grüne Brille, das erinnert mich an ein bekanntes Lied von Jan Delay, da geht es aber um andere Sachen und nicht um Preußen Münster. Egal, Augsburg hat wieder den Ball in den eigenen Reihen, kann wieder das Spiel aufbauen. Aber das, was die Preußen, gerade als ich gesagt habe, sie sind dazu zu verhalten im Mittelfeld, seitdem läuft es etwas besser, muss ich sagen. Aber dennoch sehen sie sich wieder den Angriffen der Augsburger ausgesetzt, die jetzt wieder den Ball hin und her spielen. Aber man muss auch sagen, das wird die Marschrichtung sein hier. Defensiv erstmal gut stehen und dann mal gucken, was geht. Und die Augsburger, die tun sich hier wirklich schwer, da einen Weg durch die Preußenabwehr zu finden. Jetzt vielleicht mal Augsburg über die rechte Seite, aber da sind gleich wieder zwei, drei Preußenspieler. Und das ist Fabian Hergesell, der den Ball ins Aus spielt. Deswegen gibt es Einwurf für Augsburg und den werden sie jetzt gleich ausführen. Und die Preußen stehen da schon wieder gestaffelt mit fünf Mann in der eigenen Abwehr. Da ist auch immer wieder Trunkenbrot, der da wirklich, wie du gerade sagtest, fast als Libero hinten agiert. Und ja. Du meinst Kirsche? Nee, Trunkenbrot war gerade zurückgerückt. Ja, okay, aber ja. Kirsche ist dann auch eher so der Libero. Und zwar, ich merke das immer wieder, wenn der FCA so ein bisschen den Ball nach vorne spielen will, dann rücken Kirsche und Scherder raus und versuchen Mölders so ein bisschen abseits zu stellen. Aber jetzt kommen die Augsburger übers Mittelfeld, da ist Kevin Vogt. Der könnte jetzt mal schießen, bringt den Ball aber nochmal flach auf die halbrechte Position. Abgefälschtes Ding. Eckball für den FC Augsburg. Durchatmen. Da war ich ein bisschen skeptisch gerade, ob das Ding nicht doch reingeht, aber dann war irgendwie noch ein Bein dazwischen. Aus unserer Position ganz schwer zu sehen, ja. Ja, und es ist dann letztendlich Eckball für den FCA und das Ding ging gar nicht so knapp vorbei, wie ich dachte. Jetzt aber Tobias Werner mit dem nächsten Eckball, diesmal von der anderen Seite, wird den Ball zum Tor hintreten. Kommt er rein, der Ball hoch und weit. Daniel Masuch ist nicht da, fliegt vollkommen vorbei am Ball. Aber die Augsburger mit der zweiten Welle jetzt wieder den Ball auf den langen Pfosten. Halleluja! Und Daniel Masoch beschwert sich da, aber das ist sein eigenes Ding. Da fliegt er mit seiner einzelnen Faust am Ball vorbei und das Tor ist quasi blank. Aber genug Preußen-Spieler waren da und das Tor war nicht frei, sagen wir es mal so. Aber da war die alte Sicherheit von Daniel Masoch, die man so kennt, in seiner Strafraumbeherrschung, die war überhaupt nicht mehr zu sehen. Überhaupt die Saison für ihn sehr, sehr durchwachsen. Oftmals muss er nachgreifen, nicht sehr sicher, strahlt überhaupt keine Souveränität mehr aus oder nicht mehr die man aus der letzten Saison gewohnt war. Aber letztendlich trotzdem immer noch ein guter Torwart. Jetzt zum ersten Mal der SCP im Vorwärtsgang, nach langer Zeit mal wieder, aber der Ball wird dann erstmal geklärt von Augsburg auf Kosten eines Einwurfs in Höhe der Eckfahne und den wird Kevin Schöneberg ausführen. Ja, Einwurf, Kevin Schöneberg kriegt den Ball wieder von Mehmet Kara, bringt die Flanke rein, er ist Matthew Taylor, wird meiner Meinung nach etwas gehalten, kein Elfmeter, klar. Die Augsburger können sich erst einmal befreien. Da ist Sascha Mölders, bringt den Ball auf Altintop, der ist da mit großen Schritten voranzieht. Oi. Also das macht Mehmet Kara wirklich lehrbuchmäßig, wie er da Altintop von hinten umreißt. Wirklich, er greift da nach seinem Trikot und das ist sowas von auffällig. Ein taktisches Foul gewesen, reißt ihn um. Gelbe Karte für Mehmet Kara, auch so ein bisschen zum Spott hier von den Fans, die hier alle ein Grinsen auf den Backen haben, ob dieser eindeutigen Aktion von Kara, das sah aus wie auf dem Kinderspielplatz, wie das eine Kind das andere von der Schaukel reißt, aber man muss dazu sagen, Ralf Lohse, der stand unten an der Bank und klatscht. Also ich glaube, der war gar nicht so unzufrieden über diese Situation, dass da Kara den schnellen Konter der Gäste unterbunden hat. Freistoß kommt da rein von Augsburg auf den zweiten Pfosten, aber der Ball dann, oder die Kopfballverlängerung landet im Tor aus und deswegen Abschluss vom Gehäuse des SC Preußen Münster. Also Ralf Lohse, der ist aufgesprungen und hat in die Hände geklatscht und sagte, hey, das war gar nicht schlecht, dass du da den
der Altitop einfach mal umgerissen hast auf Kosten einer gelben Karte. Klar. Und von daher, Dominik Schmidt tapert da in den VIP-Bereich. Natürlich vielleicht ein bisschen frustriert, dass er heute hier nicht auf dem Platz stehen kann, aber so 2, 3, 4 Wochen braucht er noch nach seiner Knieverletzung, um wieder voll im Saft zu stehen. Trainiert aber auch schon wieder teilweise mit. Jetzt die Preußen mit einem Ballgewinn im Mittelfeld, aber der ist nicht so wirklich da. Aber Augsburg kann auch nichts wirklich mit der Kugel anfangen und der Ball landet im Seitenaus in Höhe der Mittellinie, aber noch im in der Hälfte des SC Preußen Münster und Hergesell führt jetzt den Einwurf aus. Ich mach mal weiter, Dirk. Eigentlich wollte ich ja nicht übergeben, aber jetzt ist der Ball im Spiel und Kara hat die Pocke da jetzt. Halbrechte Position, gut verlagert vom SC Preußen Münster. Bringt den Ball nochmal auf die ganz andere Seite. Da ist Hergesell. Der könnte jetzt mal mit Grote Doppelpass spielen. Nein, geht den direkten Weg. Bringt den Ball in die Gefahrenzone, aber da ist kein Abnehmer gewesen und der Konter rollt wieder vom FCA. Jetzt ist da Mehmet Karada dazugerückt, aber muss gar nicht eingreifen, denn der FC Augsburg spielt einen Fehlpass und der landet im Seitenaus. Ja, 36 Minuten und 50 Sekunden gespielt, 0:0 hier immer noch im Preußenstadion an der Hammerstraße. Flutlichtatmosphäre, ausverkauftes Stadion fast, ein paar Augsburger Plätze sind frei, aber die Münsteraner Plätze sind alle ausverkauft, super Stimmung, die Preußen fighten und ihr seid live mit dabei hier bei Radio Mottek Strehle und ich hoffe, ihr bleibt auch noch ein bisschen mit dabei, während die Augsburger jetzt erst einmal das Spiel in der eigenen Hälfte etwas hin und her spielen. Also die Münsteraner verkaufen sich hier gut, sie kämpfen, Mehmet Kara hat da gerade eine fast unnötige gelbe Karte gekriegt, sagen die einen. Ralf Lose sagt richtig so, Konter unterbunden. Und so spielen die Preußen hier sehr defensiv, aber immer wieder hellwach nach vorne. Jetzt wieder die Augsburger mit einem langen Ball nach vorne. Aber da hat Scherder aufgepasst, spielt das Ding auf Hergesell. Der chippt den Ball schön nach vorne. Kann da vielleicht Matthew Taylor den nächsten Konter einsetzen? Ja, die Preußen brauchen etwas lange. Taylor spielt er jetzt auf die linke Seite auf Dennis Grote. Und der wird gelegt und deswegen gibt es einen Freistoß. Oh, da ist jetzt gerade hier etwas Gerangel zwischen Dennis Grote und einem Spieler von Augsburg. Ich sehe gerade nicht ganz genau, wer das ist. Das müsste André Hahn sein. Ja, ich weiß nicht, liebe Zuhörer, habt ihr gestern zweite Liga geguckt? Ich habe es mir angeguckt. St. Pauli gegen Düsseldorf. Da war etwa ein ganz einfacher Schubser, wie wir ihn gerade auch gesehen haben. Da hat der St. Paulianer doch glatt rot für gekriegt. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, das solltet ihr euch nochmal angucken. Eine sehr, sehr zweifelhafte Entscheidung. Der Schiri belässt es hier aber bei mahnenden Worten an beide Spieler. Apropos sehen, ich habe gerade eine SMS bekommen. Wir sind eher als das Sky-Signal. Das ist sehr schön. Also wir sind früher als die Kollegen von Sky. Also ihr seid bei uns quasi schneller informiert als bei dem etablierten Fernsehsender und jetzt kommen die Augsburger über die linke Seite, da ist Altintop, der ist ausgewichen jetzt mal von der Zentrale, aber Kühne ist dazwischen gegrätscht und kann den Ball erstmal gewinnen, Truckenbrot jetzt gemeinsam da mit Schöneberg, kann den Ball klären und jetzt müssten die Preußen den Ball mal ins Ausschießen, denn ein Augsburger liegt da am Boden und wurde da deutlich getroffen von Kühne, der könnte sich jetzt mal entschuldigen, aber macht das nicht, sondern sagt dem Augsburger nochmal 2, 3 nette Worte. Ja, der steht ja auch schon wieder. Der steht ja schon wieder. Der kann weitermachen. Also, ich finde, da muss man sich, man muss sich bei jedem kleinen WWchen entschuldigen. Also, das ist hier DFB-Pokal, zweite Runde. Wir sind hier nicht irgendwie in der bunten Liga oder so. Aber pro bunte Liga für alle Interessierten, die neue Saison geht bald los. Monasteria sucht noch einen Torwart. Also wer Lust hat, bei Monasteria als Torwart zu spielen, der kann das mal googeln, bunte Liga und der Ich melde mich hiermit freiwillig und stelle mich als Rollstuhlvereinstor. Ja, das ist auch gerne gewünscht. Aber alle anderen Bewerbungen auch gerne gesehen. Während die Augsburger hier den Fairplay walten lassen und den Ball wieder zu Daniel Masuch spielen. Und die Preußen im eigenen Spielaufbau sind. Patrick Hirsch spielt den Ball jetzt auf Kühne, der den Ball sich da abholt. Und der verlagert das Spiel wieder. Also die Preußen jetzt mal in der Rolle, die wir sonst die gesamte erste Halbzeit eigentlich nur von Augsburg gesehen haben. Im Ballbesitz in der eigenen Hälfte und schieben den Ball hin und her und suchen da die Lücke in der Augsburger Abwehr. Wo ist die? Da ist Trockenbrot, sucht sie, findet erst einmal Amaury Bischoff. Und die Preußen, die machen da jetzt gerade vorne nicht mehr viel, verschieben da schön. Und die Augsburger ziehen sich zurück, lauern da vielleicht ihrerseits mal auf den Konter. Aber die Preußen, die spielen da sehr sicher hier über Kühne, über Schöneberg, der jetzt hier auf der rechten Seite ist.
ist und vielleicht mal eine Flanke bringen kann. Schöneberg spielt auf Amaury Bischoff, der auf die rechte Seite ausgewichen ist und da meiner Meinung nach gezogen wird. Stattdessen geht es weiter. Halli Altitop ist auf dem Platz und nimmt Tobias Werner mit, der auf einmal wieder auf dem Platz geeilt war. Der war gerade, glaube ich, noch draußen. Naja, auf jeden Fall bringt er die Flanke. Ein Augsburger kommt da nicht ran. Der zweite Augsburger versucht da jetzt an der Auslinie den Ball noch zu erlaufen. Er läuft den Ball gegen Dennis Grote, kann jetzt die Flanke bringen, lässt noch einen Preußen aussteigen, bringt den Schuss aufs Tor, aber da ist Daniel Masuch, der Fels in der Brandung, und er nimmt den Ball auf. Keine Gefahr fürs Preußentor. Ja, da hat Dennis Grote sich etwas verschätzt, wollte den Ball ins Auslaufen lassen, aber da war der Augsburger wacher und spitzte den Ball weg und konnte da sogar noch einen Preußenspieler vernaschen, dann den Ball aufs Tor bringen. Aber wie gesagt, kein Problem für Preußen. Und da ist Knut Kirche jetzt gerade im kurzen Gespräch mit Stefan Kühne. Ja, ich weiß nicht. Es ging darum, Tobias Werner war nochmal draußen, um seine blutende Wunde erneut zu behandeln und war dann aber einfach so aufs Feld gerannt. Ja, ohne die Im Konter, ohne die Zustimmung des Schiedsrichters. Darüber hat sich gerade Kühne beschwert und dass da keine Ermahnung erfolgte gegenüber Tobias Werner, aber der übrigens schon gelb verwarnt ist, ja, der war einfach so aufs Feld gerannt, also im Konter, das muss man sich vorstellen, und dann war er plötzlich auf der linken Seite, hier auf der Seite zur Haupttribüne eine Überzahl, und ja, das hatte die Preußen etwas verärgert und auch der Ralf Lohse, aber letztendlich nichts passiert und wir können uns alle wieder beruhigen. Ja, Preußen im Ballbesitz auf der rechten Seite. Mehmet Kara legt den Ball in die Mitte auf Stefan Kühne. Der sucht da Anspielstation und findet eine. Da auf der linken Seite ist es Hergesell, der da einen Augsburger austanzt und jetzt Druck macht nach vorne. Versucht es da mit einem Diagonalpass auf Kara, aber der Ball kommt leider nicht an. Es gibt Einwurf für Augsburg und Lohse zeigt da an. Der Einwurf ist nämlich direkt an der Eckfahne der Augsburger. Jungs, verschieben, aufrücken, setzt die da jetzt unter Druck. Das ist auch eine Möglichkeit. Weiter Einwurf der Augsburger, wird mit dem Kopf verlängert. Noch eine Kopfballverlängerung. Augsburg weiter im Ballbesitz, könnte jetzt einen Konter fahren. Aber da hat Kevin Schöneberg gut aufgepasst, kriegt den Fuß dazwischen. Und es gibt wieder Einwurf, aber diesmal in der Mitte der Augsburger Hälfte für den FCA. Und die Preußen ziehen sich wieder zurück in die eigene Hälfte. Und die Augsburger können das Spiel wieder aufziehen, wo jetzt hier 43 Minuten gespielt sind, geht es jetzt in die Schlussphase der ersten Halbzeit beim Spielstand von 0-0 zwischen den beiden Kontrahenten Preußen Münster und FC Augsburg. Und die Augsburger, denen fällt wenig ein, das sind immer wieder lange Bälle jetzt, die sie von vorne versuchen, aber nichtsdestotrotz, auch bei denen muss man höllisch aufpassen, dass da nicht mal einer durchrutscht, aber die Preußen stehen gut in der eigenen Hälfte, in der eigenen Abwehr, und ich denke, da sollte doch nichts mehr anbrennen, oder? Naja, die Augsburger versuchen es natürlich noch einmal über die rechte Hälfte, kommen über die rechte Seite, spielen sich da jetzt schön durch, aber da hat Hergesell aufgepasst, marschiert los, oh, legt sich den Ball da etwas weit vor, wird abgegrätscht von einem Augsburger, und da rollt er sich auf den Platz wie ein Rumpelstilz. Und der Augsburger kommt ihm da zur Hilfe, will ihm da beim Aufstehen helfen. Nee, naja, nee. Oder schubst er will ihn da. Gar nicht. Er hat, Moment mal ganz kurz, das hast du, glaube ich, gar nicht gesehen. Der ist zum Hergesell gerannt und ich glaube, er hat ihn unten getreten. Also den am Boden liegenden Hergesell. Uiuiui, Maurice, gewagte These. Also zumindest ist er zu nehmen. Fragen wir nochmal unseren Sky-Reporter neben uns hier. Der hat aber leider sein Sky-Bild ausgemacht. Also das würde. Was ist das denn? Wofür haben wir denn Praktikanten hier? nur Spaß bei uns hier. Nein, aber zumindest gab es eine gewisse Rangelei. Der Augsburger war da nicht der gleichen Meinung wie der Schiedsrichter und wie Fabian Hergesell. Er lag da nämlich am Boden. Was auch immer passiert ist, es gab nur eine Verwarnung, aber eine deftige von Knut Kircher, der jetzt Daniel Masuch auch nochmal auffordert, den resultierenden Freistoß etwas schneller auszuführen und nicht auf Zeit zu spielen. Und jetzt macht Daniel Masuch das auch und spielt den Ball lang und hoch nach vorne in die Augsburger Hälfte. Und jetzt hat Preußen Münster den Ball wieder gewonnen. Da ist Amaury Bischoff, Schussversuch aus der zweiten Reihe. Aber der misslingt etwas. Ja, eher so ein Heber in den Strafraum, der dann im Tor auslandet, leider. Aber ja, zumindest mal einen Abschluss. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Aber wenn das hier so weitergeht, dann sehe ich eigentlich gar nicht so schlecht hier. Und jetzt kommen die Augsburger zum ersten Mal richtig gefährlich über ihren Torjäger, über Sascha Mölders, zu einem Torabschluss. Flanke aus dem Halbfeld von der linken Seite. Und Sascha Mölders, der stiehlt sich dann aus dem Rücken von Patrick Kirsch nach vorne und bringt den Ball in Richtung Tor. Allerdings über das Tor von Daniel Masuch. Deswegen musste er nicht mehr eingreifen. Aber das war richtig haarig. 45 Minuten in diesem Moment
runtergelaufen. Nachspielzeit habe ich jetzt gar nicht gesehen. Zwei Minuten waren es. Und jetzt die Preußen mit Ballverlust im Mittelfeld. Und die Augsburger kommen und kriegen einen Freistoß, weil Stefan Kühne Tobias Werner am Trikot zieht und der sich fallen lässt. Und deswegen gibt es Freistoß kurz hinter der Mittellinie für den FCR. Der wird ausgeführt von Daniel Bayer. Lang und hoch nach vorne in den Strafraum. Da ist Kirsche, der wird gefoult meiner Meinung nach. Und Tobias Werner, der wird da, ja, scheiße, auf gut Deutsch gesagt, der wird da völlig allein gelassen im 5-Meter-Raum und wird aber noch von Daniel Masuch abgeräumt. Uiuiui. Also langer Freistoß von Augsburg auf die halbrechte Position in den Strafraum hineingeschlagen. Dann der Kopfball in die Zentrale und Tobias Werner am zweiten Pfosten steht vollkommen blank. Und Daniel Masuch versucht noch alles, riskiert Kopf und Kragen, springt da in den Gegenspieler rein und räumt Tobias Werner dadurch übel ab, der aber trotzdem noch den Ball im Tor unterbringen kann. 1:0 in der 6 oder in der 45. Minute plus 1. Ärgerlich für den SC Preuß Münster, die eigentlich gut mitgehalten haben. Oh Mann, oh Mann. Und Tobias Werner, der hat da richtig einen mitgekriegt bei dieser Aktion. Aber mir ist das ehrlich gesagt egal, ob der weiterspielen kann oder nicht. Wichtig ist, dass der SC Preuß Münster vielleicht jetzt mal aus seiner Igelhaltung herauskommt und ein bisschen jetzt selbstständig die Initiative ergreift. Aber jetzt wollen die Preußen natürlich erst einmal das Bällchen hinten ruhig herumspielen, um dann vielleicht nicht auch mit einem 2:0 in die zweite Hälfte gehen zu müssen und das 1:0 erstmal in die Pause zu retten. Aber Augsburg macht Druck und die Preußen jetzt mit einem riskanten Rückpass von Stefan Kühne und Patrick Kirsch muss da im Strafraum Kopf und Kragen riskieren, um den Ball noch abzutackeln und zur Ecke zu klären. Und Halleluja. Und wieder so ein Abstimmungsfehler. Und es gibt Ecke jetzt für Augsburg. Und wir wollen mal hoffen, dass der Tobias Werner da jetzt nicht noch ein Tor vorbereitet. Der hat ja gerade das Tor erzielt. Und die Preußen müssen jetzt höllisch aufpassen. Wir haben den Tag schon vor dem Abend gelobt, haben gesagt, 0-0 ist ein gutes Halbzeitergebnis. Stattdessen steht es 1:0. Augsburg bringt jetzt die Ecke rein. Wieder ein Augsburger am Kopfball. Da ist doch Dennis Grote davor. Ein Augsburger kommt zum Nachschuss. Nochmal Grote davor geschmissen. Zweiter Pfosten, wieder Augsburg. Aus 11 Metern können sie freischießen. Wieder ein Preuße davor. Jetzt hier Powerplay von den Augsburgern und wieder ist da ein Preuße davor. 3-4 Schüsse hintereinander geblockt. Ich kann es gar nicht so schnell erzählen. Und Kevin Schöneberg kriegt sich da tierisch auf, denn der Schiri gibt Eckball. Aber ich glaube, die Preußen wollen da einen Abpfiff hören. Naja, es gibt wieder Eckball, wieder getreten von Tobias Werner. Und da haben die Preußen im eigenen 16er noch nicht das richtige Mittel gefunden, um die zu verteidigen. Jetzt hebt er wieder den rechten Arm. Was bedeutet das wohl? Der Ball kommt rein. Wieder ein Augsburger. Nein, ein Preuße ist dazwischen. Das war Stefan Kühne, der den Ball mit dem Kopf klärt. Und das nimmt Knutkircher zum Anlass, um hier zum Halbzeitzustand von 0:1 abzupfeifen. Der SC Preuß Münster wechselt zur zweiten Hälfte. Markus Piosse kommt rein. Wahrscheinlich, so wie ich es erkennen kann, für Mehmet Kara. Wir hatten darüber in der Halbzeit schon diskutiert. Dirk und ich, für alle, die jetzt erst dazugekommen sind. Es ist also Mehmet Kara, der rausgeht. Und für alle, die jetzt erst dazugekommen sind, der SC Preuß Münster liegt seit der 46. Minute, Schrägstrich, also eine Minute Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, 1:0 zurück gegen die Gäste aus Augsburg in der zweiten DFB-Pokal-Vereins, in der zweiten Runde des DFB-Vereinspokals. Stark. Ja, das wollte ich nochmal ganz kurz einbringen, so heißt es nämlich offiziell. Und jetzt haben die Gäste aus Augsburg Anstoß. Sascha Mölders und Daniel Bayer übernehmen das und bringen die Kugel wieder ins Spiel. Also Kara jetzt nicht mehr dabei, dafür Piosek. Und jetzt kommen die Augsburger sofort über die rechte Seite. Flanke in die Mitte. Kopfball Werner. Oh! Am langen Pfosten vorbei. Da wurde er, glaube ich, auch so ein bisschen behindert von seinem Turban, den der Werner jetzt trägt. Was? Das war auch der Altintop, oder nicht? War es der Altintop? Ich habe es gar nicht mehr richtig gesehen, aber Mama Mia! Flanke von der rechten Seite auf den langen Pfosten und da hinten steht er völlig blank, wie auch immer. Altintop oder Werner, scheißegal, aber letztendlich war es eine riesige Möglichkeit für den FCA. Und jetzt die Preußen über die Mitte kommen sie. Dennis Grote macht Druck da auf die Abwehr des FCA und Manninger muss den langen Schlags auspacken. Und der landet in den Füßen von unserem Kapitän, von Stefan Kühne. Und der klärt den Ball erst einmal dann endgültig ins Seitenaus aus zum Einwurf für den FC Augsburg. Und ja, jetzt die Preußen
ein bisschen offensiver ausgerichtet. Amore Bischoff quasi so ein bisschen zweiter Stürmer jetzt. Neben Matthew Taylor und Piosek und Grote bilden die Außenstürmer rechts und links. Und jetzt kommen die Preußen, machen Druck, verschieben nach vorne, etwas besser als in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach. Wie siehst du das, Dirk? Ja, auf jeden Fall gehen sie offensiver ran da jetzt. Aber auch das machen auch nur Amaury Bischoff und Matthew Taylor in Alleinregie. Die anderen Spieler sind relativ weit zurückgerückt. Jetzt Augsburg versucht mit dem langen Ball nach vorne auf Sascha Mölders. Der legt nochmal zurück. Die Augsburger verlieren jetzt den Ball. Matthew Taylor am Mittelkreis im Ballbesitz. Oh, schlampiger Fehlpass. Und das lädt die Augsburger ein, das Spiel wieder neu aufzuziehen. Da haben sie jetzt Platz auf der linken Seite. Können die Flanke bringen. Bringen die Flanke jetzt vor das Tor. Kommt da einer ran. Da kommt Daniel Masuch rausgeeilt. Faustet den Ball erst einmal raus. Aber der Ball bleibt in Reihen von Augsburg. Der Spiel erst einmal versuchen, hintenrum aufzubauen. Aber da war auch Amaury Bischoff und hat etwas gezupft. Und deswegen gibt es einen Freistoß für den FC Augsburg in der eigenen Hälfte, also knapp an der Mittellinie. Und der ist schnell ausgeführt. Und die Augsburger versuchen, das Spiel jetzt wieder neu aufzubauen. Ja, ich bin gespannt, was Ralf Lohse und seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hat für Halbzeit 2. Also etwas offensiver muss es schon sein, aber man kann hier auf jeden Fall noch nicht von Anfang an Vollgas geben, sonst rennt man vielleicht in den einen oder anderen Konter. Ja, und die Chance gerade von Augsburg hat schon gleich wieder bewiesen, wie gefährlich die Augsburger sind, die ja so hervorragend mit 3 Siegen in Folge in der Bundesliga sich präsentiert haben bis zum letzten Spiel, als sie da 2-1 verloren gegen Hannover 96 in einem skurrilen Spiel, wo das Handspiel neu erfunden wurde von dem DFB bzw. von den Schiedsrichtern, die da verschiedene Handauslegungen hatten. Ja, die Augsburger haben sich aufgeregt. Auch die Hannoveraner haben sich aufgeregt. Naja, im Endeffekt standen 3 Punkte für Hannover da und Augsburg ist aber nichtsdestotrotz eine starke Bundesliga-Truppe und sie präsentiert sich hier auch stark. Auch wenn die Preußen das noch gut verteidigen, liegen sie hier mit 1-0 zurück und die Augsburger versuchen jetzt wieder über die rechte Seite da Druck zu machen. Kirsche ist da im Laufduell, versucht mit einer Grätsche vorbei, Flankenmöglichkeit für Augsburg, ist in den 16er eingedrungen, Flanke auf den zweiten Pfosten, aber da hat Kevin Schöneberg aufgepasst und mit einem Kung-Fu-Sprung, den wir von ihm schon kennen, klärt er da den Ball zur Ecke. Da war aber kein Augsburger in der Gegend, deswegen überhaupt keine Gefahr auf irgendein Foulspiel. Aber es gibt wieder eine von diesen gefährlichen Ecken reingetreten vom Mann mit dem Turban von Tobias Werner, der hier in der ersten Halbzeit einen Tritt abgekriegt hat ans Ohr und deswegen dort geblutet hat und jetzt seitdem mit einem weißen Turban hier aufläuft. Er hat sich den Ball zurechtgelegt, wird den Ball zum Tor hinziehen und hebt wieder seinen rechten Arm, das macht er bei jeder Ecke, bringt den Ball jetzt hier rein auf den 5-Meter-Raum, da ist viel Chaos, die Preußen kriegen den Ball nicht raus, links, rechts, da sind überall Spieler und der Ball in der Mitte und keiner kann ihn kontrollieren, bis da erst einmal ein Preußenspieler erst einmal den Fuß dazwischen kriegt und den Ball weit raussteckt. Die Augsburger versuchen es mit der zweiten Welle, aber da hat Kirsche, glaube ich, war es aufgepasst und spielt den Ball raus auf Hergesell, der da einen Einwurf rausholt. Ja, also diese Ecken von Tobias Werner, die sind wirklich ganz schön gefährlich und bringen da die kleine Preußenmannschaft, sage ich mal, die wirklich von der Körpergröße nicht besonders groß ist, wirklich in Schwierigkeiten. Da wäre auch eine Alternative vielleicht noch Rocky Krone, der ja etwas mehr Größe auf den Platz bringt, um da ein bisschen mehr Sicherheit zu holen. Aber jetzt erst einmal die Preußen im Ballbesitz. Amaury Bischoff spielt den Ball auf Kühne. Uiuiuiui, der versucht das Spiel zu verlagern auf Dennis Grote. Er erreicht da Dennis Grote auch knapp. Da wäre fast noch ein Augsburger dran gekommen. Und Dennis Grote jetzt gegen 3-4 Leute. Und da wird er geschubst und von hinten noch etwas eingehakelt. Es gibt Foulspiel für Preußen Münster aus gut 30 Metern. Das ist ein Ding für Dennis Grote, aber auch für Amaury Bischoff. Die beiden Standardspezialisten, die da sich den Ball schon zurechtlegen. Und unser Trainer Ralf Lohse hat gerade wild gestikuliert am Spielfeldrand und bekommt jetzt die erste Ermahnung vom vierten Offiziellen. Hat da also irgendwie was gesehen, was ihm nicht passte und hat das etwas lautstark kundgetan und das hat ihm auch dem Schiedsrichter Duje nicht ganz gepasst. Aber jetzt Freistoß für die Preußen, reingetreten von Amaury Bischoff. Gefährlich, aber der Ball letztendlich dann von den Augsburgern geklärt und aufgepasst. Konterversuch von den Augsburgern. Simon Scherder ein bisschen unglücklich da zusammen mit Schöneberg. Quatsch, das war... jetzt ist es in 3-2 blank in der Mitte von Augsburg. Aber diese Situation noch nicht geklärt. Ich schilder das gleich nochmal neu. Abgeschwätzter Schuss jetzt aus der zweiten Reihe. Aber jetzt haben die Preußen das Bällchen geklärt. Konterversuch eben war super gespielt von Augsburg. Aber letztendlich auch nicht konsequent zu Ende gespielt. Von daher dann kein Problem am Ende für die Preußenabwehr. Außer der abgefälschte Schuss. Der war dann für Maso eine kleine Herausforderung, aber er macht das gut und klärt da den Ball.
Und jetzt die Preußen schon wieder im Rückwärtsgang. Herr Gesell lässt sich da die Kugel ein bisschen stümperhaft abnehmen. Und am Ende dann der Ballgewinn zusammen mit Tobias Scherder. Und jetzt die Preußen im Vorwärtsgang. Amore Bischoff mit dem Hakentrick auf Mette Taylor. Ein bisschen ungenau und deswegen keine Chance hier irgendwie auf einen Angriff für den Preußen. Und die Augsburger haben den Ball und jetzt habt ihr es gerade gehört, es wird hier wieder gezündelt im Preußenstadion. Dirk im Block, Block M. Sektor ja. M. Die Augsburger haben währenddessen wieder den Ball und spielen den Ball hin und her. Ja, das war gerade eine gute Konterchance, aber der Ball rutscht dann doch noch durch und kein Augsburger kommt dran. Da waren zwei fast frei vor Daniel Masuch. Jetzt wieder Augsburg mit der Flanke, aber da ist Daniel Masuch und nimmt den Ball auf. Kein Problem für Daniel Masuch, der seine Leute jetzt da vorne peitscht und hier wabern grüne Wolken, scheißegal, wabern übers Spielfeld, um der deutschen Sprache jetzt hier nochmal ein bisschen gerecht zu werden. Und Daniel Masuch knallt das Ding nach vorne, der Ball rutscht durch und es gibt Abstoß für Augsburg. Manninger hat schnell ausgeführt und die Augsburger bauen das Spiel wieder auf über Daniel Bayer in aller Ruhe über die rechte Seite. Die Preußen haben jetzt immer wieder Probleme, da diesen Offensivdrang der Augsburger etwas zu zügeln. Die scheinen hier ein bisschen fitter zu sein, ein bisschen schneller zu sein als die Preußen momentan. Und die Preußen müssen doch arg kämpfen, um hier noch beim 1-0 zu bleiben. Jetzt Altintop vor dem 16er, da im Doppelpassversuch. Da hat gerade noch einmal Schöneberg, der hier wirklich aufopferungsvoll kämpft, den Ball erstmal klären können. Trotzdem Augsburg im Ballbesitz. Chipversuch in den 16er, aber da ist Kirsche mit dem Kopf dazwischen. Aber der Ball bleibt in den Reihen der Augsburger, die das Spiel wieder von hinten aufziehen. Und die Preußen lassen sie da jetzt auch etwas kombinieren. Matthew Taylor läuft da nochmal den Spielgestalter Bayer an, aber der hat genug Ruhe, um den Ball wieder zurückzuspielen. Und die Augsburger spielen den Ball sehr routiniert da in der eigenen Hälfte hin und her, sodass die Preußen sich zwar abmühen im Hinterherlaufen, aber keine Chance haben, da ranzukommen. Jetzt wieder Altintop mit einer schönen Körpertäuschung. Gut 30 Meter vom Tor, legt das Ball, den Ball raus auf die linke Seite. Flankenmöglichkeit, wird nochmal quer gespielt auf Werner, der jetzt in Schussposition kommt. Legt nochmal kurz auf Altintop, der versucht es dann mit der Hacke, aber da ist Kirscher dazwischen. Klärt erstmal, aber die Preußen bleiben nicht im Ballbesitz, sondern Augsburg Flankenmöglichkeit. Aber das Hergesell dazwischen mit dem Fuß. Und der Ball fliegt hinter das Tor von den Preußen. Es gibt die nächste Ecke und das heißt wieder zittern für Preußen Münster, während Ralf Lohse die Chance jetzt nutzt, um zu wechseln. Und ihr hört es, Dennis Grote verlässt den Platz und dafür kommt Gantano Manno, der hier schon mit einem wunderschönen Traumtor seinen Einstand gefeiert hat im Preußenstadion. Hoffentlich kann er da anknüpfen. Mal schauen. Aber erstmal heißt es auch für Manno verteidigen, der jetzt da in den 16-Meter-Raum reinläuft und seine Position einnimmt, während da jetzt Werner an der Ecke steht, wieder seinen Arm hebt und die Ecke jetzt reinbringen wird. Zweiter Pfosten angespielt, 2-3 Augsburger, kommen da an den Ball und da ist es noch ein Preußenspieler und auch Masuch da in Personalunion, die den Ball da wieder zur Ecke klären, der da aufs Tor kam, aber nicht mit besonders viel Druck, aber sie konnten den Ball eben nicht kontrollieren und deswegen gibt es erneut Ecke für Augsburg, diesmal von der anderen Seite und wieder ist es Tobias Werner, der da langsam rübertrat auf die andere Seite, sich da den Unmut der Preußenfans zuzieht, weil er eben sich so viel Zeit lässt, legt sich den Ball dann noch einmal zurecht. Die Augsburger hüpfen schon im 16-Meter-Raum, machen sich bereit für die nächste Ecke, vielleicht die nächste Chance, wir werden sehen. Tobias Werner läuft an, bringt die Flanke auf den 5-Meter-Raum. Da ist erst einmal Trunkenbrot, kann klären, wieder in die Füße von Werner. Zweite Flankenmöglichkeit, wieder auf den Kopf von einem Augsburger, der versucht nochmal quer zu legen. Preußen kann erst einmal klären, Nachschussversuch von den Augsburgern und die Preußen können sich hier nicht befreien. Der Ball wird abgeblockt, abgewehrt, aber fliegt wieder hinter das Tor und wieder gibt es Eckstoß. Hier die dritte Ecke hintereinander getreten von Tobias Werner. Die Augsburger fast komplett im 16er der Preußen. Also zwei Spieler nur noch in der eigenen Absicherung, die da Matthew Taylor versuchen abzusichern. Aber Tobias Werner ist jetzt erstmal dabei, den nächsten Eckball zu schießen. Preußen muss jetzt wieder verteidigen. Eckball auf den ersten Pfosten. Oh, da hat Trunkenbrot viel böse drunter gehauen. Der Ball bleibt bei den Augsburgern. Sie sind knapp vorm 16er. Jetzt auf der rechten Seite vertändeln da den Ball. Und da ist endlich Amaury Bischoff am Ball. Legt ab auf Manno. Der versucht mit einem leiten Ball auf Taylor. Der kann den Ball leider nicht erlaufen. Aber die Preußen bleiben im Ballbesitz. Wieder Manno. Legt den Ball auf. Nicht auf Piosek. Der war eigentlich angezielt, sondern auf Kühne, der mit einem schönen Pass wieder auf Manno, der schickt Taylor, aber der war auch aus dem Abseits gestartet und der Ball war auch etwas zu steil, deswegen konnte Manninger den Ball auch aufnehmen,
Also, das war auf jeden Fall mal zwei schöne Pässe von Manu, von Kühne. Und so kann es weitergehen. Ja, und endlich darf ich auch mal wieder weitermachen, Dirk. Ja, so guter Marathon von dir. Danke dir für die kleine Pause. Und die erste Preußmünster jetzt wieder sortiert in der eigenen Hälfte. Bringen die Augsburger aber jetzt auch nicht vor Schwierigkeiten hier. Aber jetzt Ballgewinn von der Preußen-Mannschaft von Amore Bischof. Der wird ein bisschen hart angerempelt. Weiter geht's. Augsburg wieder in Ballbesitz. Zwei, drei Stationen jetzt im Mittelfeld. Da ist Carlsen Bracker, wenn ich mich nicht irre. Der bringt den Ball jetzt in die Mitte. Aber die Augsburger nicht mit wirklich gutem Raumgewinn verlagern das Spiel jetzt nochmal. Da ist Tobias Werner, Schuss aus der zweiten Reihe abgefälscht. Tor. Ganz, ganz dreckiges Tor. Tobias Werner aus gut 20 Metern halblinke Position schießt. Der Ball wird abgefälscht. Es gibt eine Bogenlampe. Daniel Masuch stand ungefähr am 5-Meter-Raum. Der Ball fliegt über ihn hinweg und schlägt hinter ihm ins Tor ein. Ja, also das war wirklich Pech für Preußen Münster. Und jetzt, denke ich, wird Ralf Lohse auch zeitnah da noch etwas an der Feinjustierung ändern. Ein Wechsel hat er noch in petto. Ja, die Preußen-Spieler gucken sich da etwas ratlos an. Ja, was war das denn? Können sich das selber nicht so richtig erklären. Und diese gut 150 mitgereisten Augsburger feiern hier dieses doch etwas glückliche, aber nicht unbedingt unverdiente 2:0. Und für die Preußen wird das jetzt natürlich ganz schwer, hier noch etwas zu machen. Aber es ist alles möglich. Und sie versuchen es auf jeden Fall weiterhin. Jetzt über die rechte Seite, über Piosek im Zusammenspiel mit Schöneberg. Der muss aber abbrechen und wird den Ball jetzt erst einmal auf Kier spielen. Der wird da direkt unter Druck gesetzt. Die Augsburger lassen hier nicht nach. Und die Preußen haben Probleme, den Ball aus der eigenen Hälfte herauszuspielen. Und es gibt Einwurf für Augsburg. Ja, jetzt gerade wirken sie etwas ratlos, etwas geschockt auch die Preußen. Damit hat wohl niemand hier gerechnet, dass es dann so ein Tor gibt. Naja, wie dem auch sei, abhaken. Es geht weiter und die Fans kommen auch gleich wieder, um die Preußen zu unterstützen. Und das brauchen sie jetzt auch. Jede Unterstützung ist erwünscht hier beim Spielstand von 0:2 im heimischen Stadion gegen den Erstligisten aus Augsburg. Sollten die Preußen etwa noch einmal scheitern in Runde 2, es wäre zu schade. Aber noch sind 30 Minuten zu spielen. Boris, was ist dein Tipp? Was meinst du? Geht da noch was? Ja, auf jeden Fall wird jetzt Ralf Lohse, wie das ausschaut, offensiver umstellen. Also Gaetano Manno ist jetzt mehr so offensives Mittelfeld, rückt jetzt von der Außenbahn rein und das ist 3:0 da. Das 3:0, da kam ein langer Ball auf den zweiten Pfosten, der wird quergelegt per Kopf und dann wieder ein Kopfballtor. Meine Güte, was ist denn da los? Sascha Mölders war das mit dem Kopf. Mamma mia! Da war der gute Simon Schörder, der eigentlich ein ganz klasse Spiel gemacht hat, gar nicht auf der Höhe auf dem zweiten Pfosten. Lässt da diese Vorlage per Kopf auf Sascha Mölders vollkommen frei zu. Und dann ist es der Routinier im Team der Augsburger, der seine Torflaute, seine 13 Stunden oder was er da an Torflaute hat, endlich besiegen. Und ja, wir haben uns gehofft, dass der SC Preußen Münster ja so ein bisschen Aufwind für die Liga bekommt. Und stattdessen ist es wahrscheinlich der FC Augsburg, der hier mit erhobenen Hauptes vom Platz gehen darf. Ja. Und wieder ein Kopfballtor. Also bei Kopfbällen sahen auch die Preußen das ganze Spiel über schon schlecht aus. Da ist die absolute Hoheit bei den Augsburgern. Tja. Und da, um ein historisches Beispiel zu bemühen, früher gab es eine Armee, die Langen Kerls, glaube ich, hießen die. Das waren Preußen, aber das sind heute keine Langen Kerls hier auf dem Platz, die in Weiß spielen für Preußen, sondern die Langen Kerls kommen auf einmal aus Bayern und machen hier ein Kopfballtor nach dem anderen. Naja, die Preußen versuchen sich jetzt noch einmal über die rechte Seite, müssen aber abbrechen und spielen den Ball erst einmal hintenrum über Kühne, über Piosek, oder ist das Schöneberg? Ich kann es gerade nicht sehen. Jetzt, das ist Piosek. Das ist Piosek. Jetzt kann er rausspielen auf Manno. Nein, er legt auf Bischof und da liegen auf einmal Bischof und Piosek am Boden, werden da umgefällt von einem Augsburger. Und das ist eine Freistoßposition für Maurice, der neben mir sitzt und diesen Ball jetzt reinschreien wird. Ja, ich werde ihn reinschreien in das Tor von Alex Manninger in der Hoffnung, dass es vielleicht ein Weckruf sein kann. Ihr wisst es ja, der gute Ralf Lohse hat mit Dynamo Dresden schon mal ein 3:0 gegen Bayer Leverkusen im Pokal gedreht und Augsburg hat mit Längen nicht diese Qualität von Bayer Leverkusen. Von daher dürfte es doch in Anführungsstrichen kein Problem sein, für den SC Preußen jetzt ein 3:0 gegen die Augsburger aufzuholen. Das war natürlich spaßig gemeint und jetzt hat sich auch Maure Bischof jetzt den Ball zurechtgelegt. Knut Kircher justiert die Mauer des FCA noch einmal und unter dem Beifall der Preußen-Fans, der 14.700,
soll jetzt dieser Ball im Tor landen. Amore Bischoff, kurzer Anlauf, bringt den Ball aufs Tor, aber über das Tor von dem FC Augsburg. Und deswegen gibt es Torabstoß für die Augsburger. Und es geht ja relativ ruhig und besonnen weiter. Alex Manninger zeigt es auch an, hebt da die Hände und sagt, alles ruhig, alles entspannt. Und derweil wechselt der FC Augsburg aus dem Spiel, geht Halil Altintop, und neu in der Partie ist Raphael Holzhauser, ein österreichischer Nationalspieler im Team der Augsburger, der heute ausnahmsweise geschont worden ist. Ich hatte ja die Chance noch mit Weinziel zu telefonieren, und der sagte mir, er wolle den einen oder anderen schonen, aber irgendwie nach Schonung sah das hier nicht aus. Schon die volle Elf, die ja auf dem Feld stand, um in die dritte Runde des DFB-Pokal einzuziehen. Und jetzt kommen die Augsburger jetzt aus der eigenen Hälfte mit großen Schritten in Richtung Mittellinie, legen den Ball nochmal ab ins Mittelfeld, aber keine Anspielstation für die Augsburger. Die machen sich natürlich jetzt auch keinen Stress mehr, und derweil sieht es nach einem weiteren Wechsel beim SC Preußen Münster aus. Robin Neupart macht sich fertig, und für wen soll er denn kommen? Für Schöneberg vielleicht? Ich weiß es nicht. Im Hinblick auf die Liga, um mal zu testen, wie das so wird. Ohne ihn 3 Spiele Sperre für Schöneberg in der Liga. Gaetano Manno jetzt schirmt den Ball gut ab, aber dann ein schlechter Pass in Richtung Spitze, und der Augsburger Gegenangriff rollt über die rechte Seite. Kaisen Bracker ist da, könnte den Ball reinflanken, verzögert nochmal gegen Simon Scherler, und der blockt den Ball ab, und letztendlich Ballgewinn für Preußen Münster. Maurin Bischoff hat jetzt die Kugel aber weit in der eigenen Hälfte. Die Augsburger drücken jetzt nochmal, wollen vielleicht jetzt den endgültigen Deckel drauf machen. Langer Ball auf Matthew Taylor, aber ja, da ist nichts Wildes draus passiert. Und jetzt landet der Ball irgendwie bei Alex Manninger am 16-Meter-Raum der Augsburger. Und damit er nicht einfriert, darf er auch mal den Ball verteilen in der eigenen Hälfte. Und ja, derweil bereiten die Preußen einen Wechsel vor. Und so wie das ausschaut, ist Neupart derjenige, der reinkommt, und wer dafür rausgeht, keine Ahnung. Und Augsburg jetzt mit dem ruhigen Spielaufbau über Vogt. Der hat jetzt den Ball in der eigenen Hälfte, sucht und findet Vogt. Der legt den Ball aber wieder zurück in die eigene Hälfte zu Klavan, und der verteilt den Ball klug auf die linke Seite. Jetzt erhält Kevin Schöneberg da auf der linken Seite einen Augsburger, und es gibt Freistoß 6-7 Meter hinter der Mittellinie für den FC Augsburg. Gelbe Karte noch hinzu für Kevin Schöneberg. Und so leid es mir tut für euch da draußen an den Radios, es ist gegessen, die Messe ist gelesen. Und derweil geht Fabian Hergesel raus, der auch gut gekämpft hat, hat sich aufgeopfert für die Mannschaft, den einen oder anderen Weg extra gelaufen, und jetzt kommt Robin Neupart herein und wird versuchen, die Preußenabwehr etwas zu stabilisieren. Die hat ja in den letzten Minuten relativ gewackelt. Und jetzt haben die Augsburger ihren Freistoß hinter der Mittellinie ausgeführt und bringen die Kugel aber nicht nach vorne, haben das kurz gemacht. Spielen sich die Pocke jetzt da auf der linken Seite hin und her. Tobias Werner, Doppelpassversuch in den Strafraum. Kirsch ist da, klärt den Ball. Es gibt Eckball für die Augsburger. Und das ist wieder ein Fall für, nein, diesmal nicht für Tobias Werner, sondern für den neuen Mann, Raphael Holzhauser. Der wird den Ball hereinbringen. Hoffentlich nicht so platziert und gut wie Tobias Werner, der jetzt da an der Strafraumgrenze lauert. Kurz ausgeführt den Ball von Holzhauser, und Doppelpass jetzt da auf der linken Seite mit Bayer. Und die machen das Spiel jetzt ganz ruhig, ganz clever, lassen sich Zeit und suchen die Anspielstationen, machen keine Risikoaktionen, flache Bälle, spielen sich den Ball jetzt dazu auf der linken Seite, jetzt der lange Ball auf die rechte Seite, aber erstmal geklärt von Neupart, aber die Preußen kriegen die Pocke nicht richtig raus, und dann der lange Befreiungsschlag landet direkt wieder beim FC Augsburg, und der Dauerdruck bleibt bestehen. Der Ballbesitz beim FCA ist jetzt, glaube ich, übermäßig. Die spielen sich jetzt die Pocke hinten rum, und die Preußen kriegen jetzt nicht so wirklich Zugriff auf dieses Spiel mehr. Jetzt gehen sie ganz weit nach hinten, nehmen Alex Manninger noch mit, bringen wieder Ruhe in die Partie. Und Dirk, ich glaube, ohne irgendwie als Pessimist gelten zu wollen,
Es ist eine aussichtslose Situation. Die Augsburger machen das hier gut, stellen die Räume jetzt ganz eng zu und lassen dem SCP überhaupt keine Möglichkeit mehr. Aber jetzt vielleicht mal über den Kapitän, über Kühne, der bringt den Ball raus auf die rechte Seite. Da ist Piosek, der sieht Gaetano Manno, zweite Reihe, könnte den Ball abschließen, nimmt aber nochmal Amaury Bischoff mit, Flanke in die Mitte, auf den langen Pfosten, da ist Schöneberg und rutscht durch, der Ball ins Tor aus. Aber das war doch mal eine Situation, wo die Preußen ein bisschen die Oberhand über das Spiel gewonnen haben. Derweil wechselt der FCA noch einmal und nimmt den Torschützen zum 3:0, Sascha Mölders, vom Platz. Und dafür kommt der neue Mann Milik. Keine Ahnung, wie er mit vorne meint. Überlasse ich dir. Arkadiusz. Okay, wenn du das so gut aussprechen kannst, dann sollte... Ja, das ist vollkommen klar. Also als internationaler Global Player, der ich bin, nein, ich habe auch keine Ahnung, aber die Augsburger haben erstmal jetzt Zeit, um den Ball jetzt aus der eigenen Hälfte nach vorne zu bringen, aber die Preußen versuchen jetzt etwas offensiver zu spielen. Klar, das ist eine schwierige Situation jetzt für unsere Adlerträger, die jetzt hier mit einem 3-0 gegen sich hier noch 30 Minuten zu spielen haben, und die Augsburger, das hast du gerade richtig gesagt, die machen das hier clever, die machen das routiniert, lassen hier nichts anbrennen, da sind kaum Fehler zu sehen, auch wenn Preußen die mal unter Druck setzt, dann finden sie immer wieder eine Lösung, um den Ball sicher zurückzuspielen. Und so rennen die Preußen hier immer wieder an gegen eine Mauer von Augsburger Spielern, die es einfach sehr clever jetzt hier runterspielt. Aber nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt zuletzt. 67 Minuten gespielt, 0:3. Aber ich finde, wir sollten das hier auch jetzt hier nicht so schlecht reden. Wir sollten es auch nochmal genießen und nochmal zurückdenken an das erste Rundenspiel, an dieses tolle Spiel gegen St. Pauli, als man weitergekommen ist in Runde 2. Und jetzt stehen wir hier in Münster im Stadion an der Hammerstraße in Runde 2 des DFB-Pokals. Gut, heute klappt es vielleicht nicht, aber dennoch ist es doch eine beachtliche Leistung, wieder so weit gekommen zu sein über die letzte Saison, wo man sich gerade noch qualifizieren konnte für diesen Pokal am letzten Spieltag und dann St. Pauli raushauen könnte. Naja, jetzt ist es vielleicht passiert, aber die Preußen haben es ja noch selber in der Hand, hier was zu bewegen. Daniel Masuch hat den Ball gerade nach einer missglückten Flanke aufgenommen, nimmt das Spiel jetzt in die Hand über die linke Seite, Trunkenrot auf Bischoff. Die Preußen scheinen sich jetzt da etwas berappelt zu haben vom 3:0, versuchen jetzt wieder was nach vorne zu machen. Schöneberg findet da keine Anspielstation, legt den Ball erst einmal wieder zurück auf Kirsch. Ja, das ist alles sehr zäh, sehr langsam. Die Preußen kommen nicht richtig in den Spielfluss rein und so machen sie es den Augsburgern leicht, das zu verteidigen, weil die Preußen da sehr lange selber den Ball halten und wenig abspielen. So auch jetzt geschehen, als Kühne da fast den Piosek umrennt, weil er sich nicht vom Ball trennt und Piosek die ganze Zeit mit dem Pass rechnet. Naja, die Augsburger übernehmen das Spielgerät, sind jetzt wieder in der Preußenhälfte auf der rechten Seite. Das ist André Hahn, spielt den Ball erst einmal zurück und die Augsburger haben natürlich alle Zeit der Welt, um das Spiel jetzt in Ruhe aufzuziehen. Sie haben hier keinen Druck. Jetzt nochmal Daniel Bayer mit einem Außenrisspass auf Tobias Werner, aber da hat der Linienrichter aufgepasst. Es gibt Abseits, es war eine Abseitsposition. Es gibt dementsprechend einen Freistoß, den Daniel Masuch gleich kurz ausführen wird. Ja, das Spiel gestaltet sich jetzt hier etwas zäh und viele Zuschauer sind hier nicht ganz so zufrieden mit dem Spiel. Lange Gesichter auf der Tribüne. 14.379 Zuschauer sind heute hier im Stadion. Und genau, bis auf die Gästetribüne ist es ausverkauft. 14.379 Zuschauer erleben hier ein durchwachsenes Spiel. Aber die Preußen versuchen es jetzt noch einmal über die rechte Seite. Piosek könnte da Schöneberg mitnehmen, der da rechts mitgelaufen ist. Schöneberg wird angespielt, versucht es mit der Flanke in den Rückraum. Aber da ist nur André Hahn und der bölzt das Ding aber erstmal so weit von raus. Auf den Ascheplatz. Über die Gegengerade, rüber auf den Ascheplatz, genau. Und da sind, glaube ich, die Übertragungsweichen vom Fernsehen. Also wenn jetzt hier irgendwo da gleich im Fernsehen da das Licht ausgeht, dann war es der Augsburger Spieler wieder Preußen mit einem Flankenversuch. Aber das wirkt alles ein bisschen halbherzig, halbgar, als wenn sie selber nicht mehr dran glauben würden. Piosek jetzt nochmal versucht, dann nochmal mit einem Sprint den Augsburger unter Druck zu setzen. Aber die behalten den Ball in der eigenen Reihe. Jetzt schöner Diagonalwechsel von den Augsburgern auf die linke Seite. Tobias Werner, der hier wirklich ein gutes Spiel macht für die Augsburger. Das muss man neidlos anerkennen. Dribbelt sich da durch und bringt den Ball auf den 5-Meter-Raum. Zwei Preußen. Sie stehen sich im Weg. Ui! Und da kommt ein Augsburger zum Abschluss. Das war ja fast ein Elfmeter. Da stehen sich zwei Preußen Abwehrspieler selber im Weg. Der Ball kullert durch zurück auf den Spieler mit der Nummer 6, Kevin Vogt. Der kriegt den Ball serviert am Elfmeterpunkt.
Daniel Maso lag da auch schon fast in der falschen Ecke und dann liegt da ein Preußenspieler. Ich habe nicht genau gesehen, wer es ist. Es könnte Trunkenbrot gewesen sein. Ich glaube, es war Trunkenbrot, der sich da in den Schuss noch gerade reinschmeißt und ihn von der Linie kratzt. Und deswegen gibt es wieder Eckstoß für die kopfballkräftigen Augsburger, die hier den nächsten Eckball jetzt ansetzen werden. Und er kommt jetzt hinein und wieder ein Preuße, diesmal am Kopf, mit dem Kopf dazwischen, wieder weit geschlagen auf die Augsburger Verteidigung. Die nehmen den Ball erst einmal auf und versuchen wieder den nächsten Angriff ins Rollen zu bringen, aber ungenau gespielt. Nee, doch, kein Aus, deswegen, die Preußen hat schon angezeigt, Diagonalpass in den 16er von den Preußen. Augsburg weiterhin im Ballbesitz. Da ist jetzt Holzhauser, spielt den Ball noch einmal raus. Könnte die Flanke jetzt kommen? Die Flanke kommt auf den zweiten Pfosten. Drei Preußen legen den Ball wieder in die Füße der Augsburger und die sind immer noch im Ballbesitz. Preußen reagiert jetzt nur noch, versucht den Ball jetzt irgendwie nur noch mit langen Bällen rauszukriegen. Augsburg ist weiter am Drücker. Da ist jetzt wird ein flacher Ball auf den 16er gespielt, wieder rausgespielt, Doppelpass versucht, das Scherder grätscht in den Ball, übernimmt den Ball, verliert ihn aber da auch fast wieder und die Preußen können sich befreien. Jetzt über Mauri Bischoff, linke Seite, jetzt müsste es mal schnell gehen und der Konter ausgespielt werden. Stattdessen spielen sie den Ball wieder in die Mitte auf Kühne, der weiß nicht wohin damit, zieht das Foul und es gibt Freistoß für Preußen. Aber diese Konterchance, die sich den Preußen da ergeben hat, die ist dahin. Und deswegen sind die Augsburger auch wieder jetzt sortiert in der eigenen Hälfte. Und selbst Paul Verhaag, der Innenverteidiger, der da jetzt schon fast im Mittelfeld die ganze Zeit rumturnt, ist wieder zurück auf seiner Position. Entschuldigung, Außenverteidiger ist er meiner Meinung nach. Naja, die Preußen weiterhin im Ballbesitz. In der Mitte, da ist Kühne, spielt auf Bischoff. Der legt den Ball zurück auf Trunkenbrot. Der spielt wieder auf Kühne, aber alles in der eigenen Hälfte. Und deswegen wenig Gefahr für das Tor von Augsburg. Aber die Preußen haben mal wieder etwas Ballbesitz. Da spielt Bischoff den Ball auf Piosek. Der wird da weggerammt, aber es gibt kein Foulspiel. Die Augsburger können weiterspielen und ziehen jetzt ihrerseits ein Foulspiel. Der eingewechselte Raphael Holzhauser. Nee, das war eben der eingewechselte Arkadio Schmilek, der den Ball einen Foul zieht und die Augsburger führen den Freistoß schnell auf, aus die linke Seite. Ui, da versuchen sie es fast mit einem Schuss aus einer Flankenposition, aber da ist gerade noch Schöneberg davor und wird da abgetroffen und abgeschossen von dem Ball und liegt da jetzt am Boden, hängt da auf allen Vieren und hat den Ball Bofies da auf den Rücken gekriegt und muss da jetzt erst einmal behandelt werden, glaube ich. Der Schiri steht bei ihm, der Ball ist im Aus, die Augsburger nutzen die Chance, um noch ein Stückchen Wasser zu nehmen und naja, es scheint weiterzugehen, aber die Augsburger werden gleich den Ball zurückkriegen. Zwar hat Piosek den Ball in der Hand zum Einwurf, aber ja, ihr kennt die Fairplay-Regeln. Der Ball wird gleich zurückgeworfen. Ja, das ist jetzt der Fall. Und Augsburg ist wieder im Ballbesitz. Ja, und ich bin auch wieder im Wortbesitz und darf hier weitermachen, aber der erste Preuß Münster ist ja so ein bisschen eingeschlafen jetzt auch, aber haben die ein oder andere gute Aktion gehabt natürlich, aber es ist natürlich auch bedingt dessen, dass der FCA nicht mehr bei 100% ist, sondern jetzt so ein bisschen das Tempo auch rausgenommen hat und dadurch dem SC Preußen Münster den einen oder anderen Raum gewährt, den sie bisher aber noch nicht nutzen konnten und durften. Jetzt aber der FCA über die rechte Seite der Verhaag, Dribbling, aber die Preußen können den Ball trotzdem behalten und Gaetano Manno geht da jetzt ins 1 gegen 1 mit Ball und versucht da jetzt auch den Einwurf rauszuholen und das gelingt ihm, indem er den Gegner anschießt und der Ball ins Seitenhaus trudelt. Und es gibt Einwurf für den SC Preußen Münster an der eigenen Eckfahne. Und jetzt ist Robin Neupert da, hat den Ball in der Hand und sucht eine Einwurfstation und findet sie in Gaetano Manno. Und jetzt machen sie einen Doppelpassversuch und Neupert versucht den Ball hoch und weit zu schlagen, das misslingt und er landet im Seitenhaus. Symbolisch im Prinzip so ein bisschen diese Situation, diese Aktion für die momentane Situation des SC Preußen Münster. Aber man muss natürlich auch einsehen, der FCA, der macht das hier wirklich richtig gut. Die haben auf die entscheidenden Situationen gewartet, haben, muss man ganz ehrlich nahtlos anerkennen, die Situation vor dem 1:0 richtig gut genutzt. Idealer Zeitpunkt, um dem SC Preußen Münster, um dem Kleinen hier den Zahn zu ziehen. Und jetzt sind sie in einer guten Position, um hier und in einer komfortablen Situation, um hier das Ding nach Hause zu schaukeln. Holzhauser jetzt hier im Mittelfeld, bringt den Ball nochmal zurück in die eigene Abwehrreihe. Keine Ambition mehr vom FCA, jetzt irgendwie was nach vorne zu machen. Und jetzt ist Alex Manninger wieder im Ballbesitz. Und wer den Fußball kennt, der weiß, das ist der Keeper des FC Augsburg. Und
Der macht das Spiel nochmal langsam. Jetzt langer Ball von den Augsburgern in Richtung linker Flügel. Kopfballablage in den Strafraum. Da können die Augsburger den Ball behaupten. Schussversuch aus der zweiten Reihe. Daniel Mansuch ist da. War aber auch kein unglaublich strammer Schuss da aus der zweiten Reihe. Und von daher keine Probleme für den etablierten Keeper des SCP, der ja so ein bisschen in Frage gestellt worden ist in den letzten Wochen von allen möglichen Medien. Letztendlich aber jetzt aufgepasst, Preußen Münster Konterversuch, aber der steile Ball von Amore Bischoff auf Matthew Taylor, der war ein bisschen zu steil und deswegen kein Problem da für den herausgehaltenen Alex Manninger, den Ball aufzunehmen und die Situation zu beruhigen. Ich wollte gerade noch zu Ende führen, dass der Daniel Masuch ja so ein bisschen in der Kritik steht und der neue Trainer Lohse hat zwar gesagt, das ist meine klare Nummer 1, aber nichtsdestotrotz wird er wohl, wenn das Geld da ist, auf der Torwartposition im Winter was machen wollen. Aber jetzt die Augsburger nochmal. Ball auf die rechte Seite rausgespielt. Langer, flacher Ball in den Strafraum. Und da rutscht Milik vorbei am Ball. Und kriegt den Ball nicht wirklich aufs Tor. Sitzt quasi auf dem Ball und dadurch entschärft er die Situation selber. Glück für den SC Preußen Münster. Und die kommen jetzt nochmal über Neupart. Bringt den Ball nach vorne auf Matthew Taylor, aber der kommt nicht an den Ball. Schlecht gemacht, unplatzierter Pass und deswegen keine Probleme für Augsburg, den Ball wieder in den eigenen Reihen zu führen. Jetzt wieder eine Passstaffette da in der eigenen Hälfte, dringen jetzt ein in die Hälfte des SC Preußen Münster, legen den Ball nochmal raus auf die rechte Seite und haben jetzt da die Möglichkeiten, 3-4 Stationen anzuspielen. Stattdessen geht er ins Dribbling, der Markus Bayer, und trotzdem der SCP macht aus seinem Ballgewinn, der daraus resultierte, nicht wirklich viel. Aber jetzt wieder eine Möglichkeit, Ballgewinn für Preußen Münster, Ball rausgelegt auf die rechte Seite, da ist Kevin Schöneberg, der wird gehalten, der wird gezogen, der wird gedrückt von Holzhauser und deswegen gibt es Freistoß für die Preußen, 1-2 Meter hinter der Mittellinie, halbrechte Position, und 77. Minute, der FC Augsburg wechselt erneut aus dem Spiel, geht der Spieler mit der Nummer 28, glaube ich, oder ja. André Hahn, und neu in die Partie kommt Ronny Philipp oder Philipp? Philipp, oder? Philipp, ja, natürlich, Philipp. Was lese ich da? Ich bin Journalist und kann nicht lesen. Mein Gott, was ist da los? Also, der SCP jetzt wieder ein Ballbesitz. Philipp, glaube ich, aber ein defensiver Mittelfeldspieler, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sogar Abwehrspieler. Der Nummer, zumindest Nummer 3, würde man eine eher defensive Rolle zuordnen. Und Gaetano Manno regt sich jetzt da bei Knut Kirche auf. Er hätte gerne einen Freistoß gehabt, aber gab es ein bisschen einen Zweikampf im Mittelfeld zwischen ihm und Milik. Und Milik kriegt den Freistoß, beziehungsweise der FCA. Und Gaetano Manno sagt, das war aber andersrum. Ist da mit der Entscheidung nicht ganz einverstanden, ich auch nicht. Aber letztendlich macht das den Braten auch nicht mehr fett. Und ihr könnt es, glaube ich, hören, die Preußen-Fans immer noch lautstark dabei. Ja, sieht super aus, was die Schiffi-Gerritsen-Kurve da macht. Auch die Deviants sind immer noch voll dabei. Natürlich, das kennt man auch von ihnen. Aber das ist wirklich aller Ehren wert. Hier auf der Haupttribüne machen viele lange Gesichter. Ich habe schon die ersten Leute gesehen, die hier gegangen sind. Wirklich in der 77. Minute stehen hier schon die ersten Leute auf, um zu gehen. Da frage ich mich teilweise, was haben die denn erwartet hier? Naja gut, jeder ist frei in seinen Entscheidungen, was zu machen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz sagen, dass es richtig schön ist, was die Ultras hier in der Ostkurve da. Das haben wir gerade irgendwie bisschen verplant. Da geht es aber jetzt wieder richtig rund in der Pfiffi-Gerritsen-Kurve, während die Preußen da sich erstmal wieder den Angriffen erwehren müssen von den Augsburgern. Da sehe ich, glaube ich, sogenannte Strobos, wenn ich das richtig sehe. Das sind diese Blitzlichter und so kleine rote Lichter, die immer wieder aufflackern. Also keine Bengalos, sondern so wie so Blitzlichter von Kameras oder so sieht das aus. Und ja, der ganze Block feiert. Der Verein wird das nicht feiern, dass man hier wieder latzen muss für die Pyro-Aktion, aber wie dem auch sei, die Preußen im Ballbesitz auf der linken Seite, Gaetano Manno jetzt zieht rein, könnte die Seite wechseln, macht er auch, schöner Seitenwechsel, jetzt auf die rechte Seite, auf Kevin Schöneberg, könnte flanken, nee, das ist der Grote, bringt die Flanke, aber da ist erstmal ein Augsburger dazwischen, der nächste Augsburger köpft den Ball erst einmal raus, Robin Neupert hat den Ball, spielt einmal zurück auf Simon Scherder, der sieht sich dann dem Druck der Augsburger ausgesetzt, legt
den Ball auf Mauri Bischoff und der zieht das Spiel jetzt neu auf im Mittelfeld. Aber auch ihm verspringen heute die Bälle etwas. Dennoch bleibt im Ballbesitz. Jetzt könnte er die Seite mal wechseln. Da auf der rechten Seite, da winkt der Piosik. Das Brot ist ja schon längst ausgewechselt. Mensch, die sehen doch alle gleich aus von hier hinten. Da muss er zum Arzt. Naja, aber der winkte da schon, kriegt auch den Ball, aber muss den Angriff wieder abbrechen. Und die Augsburger, klar, die führen 3-0. Die gehen jetzt hier nicht mehr mit der letzten Konsequenz rein in den Ball im Mittelfeld. Aber wenn der Ball, sobald er Richtung Abwehr kommt, dann hauen sie, langen sie zu. So auch jetzt geschehen. Freistoß für Preußen, schnell ausgeführt, aber immer noch nur knapp in der Hälfte der Augsburger. Jetzt Trunkenbrot auf Amaury Bischoff, der schickt jetzt Manu, der hat etwas Platz auf der linken Seite, aber er ist ziemlich schläfrig da, muss ich sagen, bringt die Flanke. Da ist erstmal ein Augsburger dazwischen und die Augsburger über Daniel Bayer können jetzt den Konter aufziehen, da in die Preußenhälfte sind die Preußen zwar zurückgeeilt, aber es ergibt sich trotzdem Räume für die Augsburger, das verstehe ich gar nicht. Die Preußen sind in Überzahl und trotzdem sind die Augsburger hier auf dem Vormarsch im Tor, aber da ist es dann letztendlich Robin Neupert, der den Ball, den Schussversuch ablocken kann und die Preußen wieder in Ballbesitz. Können sie da jetzt vielleicht mal über Piosek einen Konter aufziehen? Der ist da alleine mit Taylor gegen 4, 5, 6 Augsburger und der Rest der Preußenmannschaft rückt nicht nach und oh, ihr hört es. Ein Raunen geht durchs Stadion, ein vermeintlich einfacher Pass misslingt der Manu und der Ball titscht dann ins Aus. Augsburg hat Einwurf hier im Preußenstadion, sind noch gut 7 Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. Ich denke, da wird nicht viel oben drauf kommen, wenn es bei dem Spielstand bleibt, dann wird Knut Kircher das Ding hier schnell beenden und nicht die Nachspielzeit von, ich denke mal, 3 Minuten laufen lassen, sondern das Ding früh beenden. Und die ja, was ich ein bisschen traurig finde, dass hier gerade im VIP-Bereich der ein oder andere Platz wirklich schon leer ist. Der VIP-Bereich, ja? Ja, da oben. Ja, die müssen jetzt zum Buffet. Ja, das ist ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Also, ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen enttäuscht und hätte da auch ein bisschen mehr erwartet, abseits jetzt von Matthew Taylor, der da nochmal eingesetzt worden ist, gut von Jens Trockenbrot, aber stand deutlich im Abseits, gar keine Frage hier. Und jetzt haben die Augsburger den Freistoß schnell ausgeführt und bringen das Bällchen jetzt in die eigene Abwehrreihe zurück, machen das ja routiniert, würde ich schon fast sagen. Spielen jetzt über Tobias Werner, Doppelpassversuch misslingt aber und die Preußen nochmal mit Ballbesitz, vielleicht jetzt nochmal der Ehrentreffer. Ball könnte steil gespielt werden, wird auch steil gespielt, aber der Augsburger Fuß von Ranga Klavan war dazwischen und klärt diese Situation. Beim Pass war Amaury Bischoff aber auch gefoult worden. Deswegen noch einmal Freistoß für die Preußen und die müssen sich jetzt vielleicht schon auf den nächsten Gegner in der Liga konzentrieren. Das ist Regensburg und zu Hause, ne? Zu Hause, ja. Richtig. Und jetzt kommen die Preußen nochmal über die rechte Seite, aufgepasst. Aber da passiert nicht mehr viel. Gleich 2 Augsburger sind da. Piosek, Geretta, ist das Piosek? Nee, es ist, glaube ich, Schöneberg, der da mit einem Augsburger zusammenprallt und es aber da gar keine Reaktion vom Schiedsrichter gibt. Ganz im Gegenteil, das Spiel läuft weiter. Passversuch in die Spitze landet bei Alex Manninger, dem Keeper vom FCA, und deswegen alles in Butter, alles in Lot, keine Gefahr für gar kein Tor. Und der SCP muss also jetzt nach dem wahrscheinlich verlorenen Pokalspiel hier den Kopf vollkommen frei kriegen, auf gut Deutsch gesagt, die sich die Scheiße vom Schuh schütteln und dann in der Liga gegen Regensburg versuchen neu durchzustarten gegen den Absteiger aus Liga Nummer 2. Und vielleicht kommt er dann irgendwann unter dem neuen Trainer Ralf Lohse die Initialzündung. Man hat ja noch 29, glaube ich, Spieltage Zeit, also 87 Punkte. Punkte sind noch zu vergeben. Insofern kann man alle Saisonziele noch erreichen, aber jetzt muss man nochmal aufpassen. Steiler Ball in die Spitze vom FCA, rausgelegt auf die linke Seite, Flanke von Tobias Werner, Schuss aus der zweiten Reihe, landet im Tor aus und es gibt Abstoß vom Gehäuse von Daniel Masuch, der jetzt ein bisschen im Stich gelassen wird vom Balljungen, muss sich da den Ball selber holen, der da von der Werbebande bis an die Eckfahne zurückprallt und läuft da jetzt hin, holt sich den Ball. Knut Kircher, ja, was ist das denn? Knut Kircher zeigt ihm an, kein Zeitspiel, aber was will er denn mit Zeitspiel jetzt in dieser Situation? Die ist
Geste vom Schiedsrichter ist ein bisschen unverständlich, aber ich nehme das mal einfach als unparteiisch hin. Und jetzt die Augsburger mit einem Sprintkopfball im Mittelfeld holen sich da nochmal den Ballbesitzer, bei der Ball dann landet Ball wieder dabei Daniel Lamassoch, postwendend wieder zurück. Und der Keeper führt das Ganze jetzt kurz aus, eben lang, jetzt kurz. Kevin Schöneberg auf der rechten Seite hat da jetzt den Ball da und sucht, findet eine Anspielstation bei Stefan Kühne. Alles in der eigenen Hälfte, weit tief in der eigenen Hälfte. Jetzt die Preußen nochmal mit einem Angriffsversuch über Mauri Bischoff. Doppelpass mit Druck im Brot, gut gemacht, legen den Ball raus auf die linke Seite. Da ist Gaetano Manno, der zeigt ein, bietet euch doch mal an, ich weiß gar nicht, wo ich hinspielen soll. Dann ein Fehlpass auf Amore Bischoff und der Ball trudelt dann ins Seitenhaus und ich finde, er hat vollkommen recht, Gaetano Manno zeigt er nochmal an, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie den Ball loszuwerden, muss dann den Risikopass auf Bischoff spielen und deswegen landet der Ball auch immer aus. Einwurf jetzt für den SC Preußen Münster, weil der Klärungsversuch vom FCA misslingt, schnell ausgeführt auf Amore Bischoff, jetzt könnte Gaetano Manno mal flanken, da ist im 16 Meter Raum Piosek, da ist Taylor im Strafraum, er nimmt nochmal einen Haken und noch einen Haken und letztendlich kann dann der Herr van Haag grätschen und die Situation klären. Ansonsten wäre es hier der Ehrentreffer gewesen für den SC Preußen Münster. Ne, aber jetzt nochmal Ballgewinn in der Vorwärtsbewegung des FCA. Kontermöglichkeit für die Preußen. Links läuft Gaetano Manno, wird aber nicht bedient von Amore Bischoff. Im Gegenteil, da ist Piosek. Der wird nochmal rausgelegt, der Ball auf die rechte Seite. Da ist Schöneberg, Flanke in die Mitte. Da ist Taylor, der ist zu klein, geht gar nicht hoch zum Kopfball. Und die Augsburger können erstmal klären. Aber die Preußen setzen nach im 16-Meter-Raum. Kühn ein bisschen schlaksig. Aber die Augsburger jetzt den Ballbesitz. Und jetzt geht's 4 gegen 3, 4 gegen 4 in die Richtung des Tores des SC Preußen Münster. Aufgepasst. Aber jetzt sortiert sich der SCP wieder. Und der FCA hat auch jetzt den Schwung aus diesem Angriff rausgenommen, spielt nochmal zurück in die eigene Hälfte und sagt sich, ach wisst ihr was, eigentlich können wir hier das Ding ganz ruhig runterplätschern lassen, wir müssen hier nichts mehr riskieren und dann spielen sie das Bällchen wieder in der eigenen Hälfte hin und her und währenddessen die Augsburger hier vielleicht auch ein bisschen arrogant jetzt das Ding runterspielen, ein Klatschen, das durchs Preußenstadion strömt und eine zumindest aufmunternde Geste, eine Geste, die dem Team Respekt zollt für die Leistung am heutigen Abend. 13:0 ist vielleicht vom Ergebnis ein oder sogar zwei Tore zu hoch. Klar war der FC Augsburg besser, das hat man gesehen, die Anlagen waren um einiges reifer. Man hat beim Umschaltspiel immer mal wieder gesehen, dass die FCA-Spieler relativ schnell ihre Position wieder einnehmen, sodass der SCP wenig Chancen hat, das Spiel aufzuziehen. Jetzt nochmal der Ball auf die linke Seite, da ist Gaetano Manno, der könnte den Ball nochmal flanken, flankt ihn auch in die Mitte, da ist Piosek und Taylor und auch Bischoff, aber der Ball irgendwie nicht in den Preußen rein geblieben. Die Augsburger können das Ding klären und jetzt läuft der Konter über Milik, der wird gefoult von Scherda und es gibt Freistoß für den FCA kurz hinter der Mittellinie und Knut Kircher, der guckt schon auf seine Uhr, sieht, es sind jetzt 89 Minuten und 55 Sekunden gespielt und in diesem Moment, exakt jetzt, ist die offizielle Spielzeit rum. Es ist noch keine Anzeige passiert, inwiefern wir hier nachspielen lassen, nämlich gar nicht. Ja, der SC Preußen Münster verliert vielleicht, wie gesagt, ein oder zwei Tore zu hoch in der zweiten Runde des DFB-Vereinspokals.